So, es ist Punkt 10.30 Uhr. Einen wunderschönen guten Morgen, MTD 20. Puh, ziemlich cool eigentlich, dass wir schon bei den Neuzugängen im Jahr 2020 angekommen sind. Herzlich willkommen zur Vorlesung Hypermedia 1. Wolfgang Hochleitner, glaube ich, hat man jetzt eh schon überall gelesen, ist mein Name. Wir haben uns ja schon einmal bei der Einführungsveranstaltung ganz kurz gesehen. Wer sich ans Gesicht nicht mehr so erinnert, vielleicht an die Maske. So. Der mit der orangen Maske, ja, okay. Die kann ich mir Gott sei Dank sparen hier im Homeoffice. Es freut mich, dass wir dieses Semester miteinander verbringen können. Und wie Sie ja schon von mir erfahren haben, werden die Vorlesungen in Hypermedia 1 komplett virtuell abgehalten. Das heißt, wir sehen uns jeden Montag mit ein paar Unterbrechungen, weil hin und wieder ist mal Nationalfeiertag und solche Sachen dazwischen. Wir werden uns immer am Montag hier auf YouTube sehen. Ich habe mich deswegen für YouTube entschieden und nicht für Microsoft Teams für die Vorlesung, weil es einfach qualitätsmäßig besser ist. Ich versuche übrigens den Stream mit 1080p und 60 Frames in der Sekunde zu schicken. Ich hoffe, das kommt bei allen ganz gut an. Bei mir schaut es von der Bandbreite okay aus. Das ist ein Test, weil bis jetzt habe ich es immer mit 27p versucht, aber Quality Matters, würde ich sagen, und alles, was man besser lesen kann, ist auf jeden Fall ganz gut, würde ich sagen. Es geht eh schon super ab im YouTube-Chat zu diesem Livestream. Also bitte, wenn es irgendwelche Fragen gibt, irgendwelche Anmerkungen oder irgendwas, bitte einfach am besten da in dem Chat posten. Ich habe das Fenster offen. Ich schaue immer ein bisschen mit. Wenn es irgendwelche Dinge gibt zum Aufgreifen, dann werde ich die entsprechend auch ja, übernehmen, beantworten etc. Ich könnte auch beim Google Slides noch so ein Fragenportal einblenden. Ich glaube, das wird dann ein bisschen redundant. Ich denke, dass da der YouTube-Chat da ganz gut funktioniert. Ja, übrigens, wie schon erwähnt, im Chat Props an alle, die fast eine halbe Stunde vorher schon da waren und sich im Chat schon irgendwie ja, begrüßt haben und vorbereitet haben. Übrigens, sorry für meine Stimme. Ja, die Kinder sind eine Woche im Kindergarten und bringen natürlich Schnupfen und alle möglichen Sachen mit nach Hause. Gott sei Dank kein Corona. Ja, aber die Stimme ist etwas angeschlagen, aber ich hoffe mal, dass man mich trotzdem ganz gut versteht. Okay, ich würde sagen, wir haben jetzt 1,5 Stunden Zeit. Ich werde den Livestream ohne Pause durchführen. In den Hörsälen mache ich normalerweise immer so ungefähr nach der Hälfte ein bisschen Pause, um das Gehirn ja, ausrasten lassen zu können. Ich glaube, dass wir es uns beim Livestream eigentlich sparen können, weil ich es komisch finde, wenn wir dann irgendwie 5 Minuten alle vor unsere Rechner sitzen. Wer Pause braucht, kann ja einfach so mal abschalten und einfach später das Stück dann, denke ich, nachschauen. Gut, so, ich werde jetzt mal umswitchen und zwar auf diese Ansicht hier. Das heißt, das sind meine Slides und Sie sollten mich nach wie vor rechts oben noch klein irgendwie sehen, damit man irgendwie auch noch erkennt, wer da zu Ihnen quasselt. Wir haben, wie gesagt, die Vorlesung Hypermedia 1 und normalerweise frage ich jetzt immer, wer hat schon mit HTML, CSS, JavaScript solchen Dingen zu tun gehabt und dann zeigen immer ein paar auf. Vielleicht kann man ja das diesmal über den Chat lösen. Also falls jemand mit diesen Technologien schon was zu tun gehabt hat, vielleicht irgendwie eine kurze Meldung im Chat, dass ich ungefähr sehe, Hand-Emoji oder irgend sowas, dass ich ungefähr sehe, wie viele Leute mit dem schon zu tun gehabt haben, sei es in der Schule, sei es vielleicht schon vorher in einem Job, ist ja auch nicht ausgeschlossen, oder einfach auch autodidaktisch, dass man sich irgendwie selber damit beschäftigt hat, Webseiten vielleicht schon gebastelt hat oder so irgendwas. Ja, da kommen schon ein paar daher, ja. Ich nicht, haha. Ist auch okay. Nur HTML, nur wenig. Ja, das ist okay. Aber ich sehe schon, da kommen einige Meldungen retour. Das ist aber auch überhaupt nicht tragisch. Also, wie so ziemlich alles in unserem Studium hier in Hagenberg, beginnen wir bei Null. Und alle die, die schon ein bisschen Erfahrungen in dem Bereich haben, die werden sich das vielleicht, das manche eine oder andere doppelt hören, werden sich vielleicht denken, okay, das war's jetzt schon, das ist jetzt nicht wahnsinnig spannend oder sonst irgendwas. Aber erstens einmal, wie gesagt, die Vorlesungen sind sowieso nicht verpflichtend. Die kann man ja schauen, wie man möchte. Ja, auch im Hörsaal werden sie nicht verpflichtet. Ich denke aber trotzdem, dass es einige Dinge gibt, die vielleicht dabei sind, die vielleicht neu sind. Wir werden einen Fokus sehr, sehr stark auf Webstandards legen, moderne Technologien und moderne Standards auch inkludieren, die vielleicht auch in Schule und Co. nicht ganz so Thema waren. Das heißt,
Ich denke, dass für die meisten was dabei sein wird. Lassen Sie sich einfach überraschen, würde ich sagen. Okay, normalerweise beginne ich irgendwie so, da stehe ich dann im Hörsaal, ja, und dann mache ich diesen Pfeil hier. Der zeigt normalerweise auf mich, wo ich unter der großen Projektionsleinwand stehe. Und das ist der Moment, wo ich mich vorstelle. Das habe ich jetzt schon erledigt. Ja, jetzt zeigt der Pfeil halt irgendwie da oben auf dieses kleine Webcam-Fenster. Also wie gesagt, Wolfgang Hochleitner, mein Name, nur ganz kurz zu meiner Person, damit Sie ungefähr wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Ich komme ursprünglich aus Tirol, man hört es fast gar nicht mehr, weil ich schon seit 20 Jahren da im Mühlviertel jetzt lebe. Habe selber Medientechnik und Design studiert. Ich war MTD 01, also das ist jetzt 19 Jahre her, dass ich angefangen habe. Habe danach den Master in Digital Media absolviert, den gibt es mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile wurde der aufgesplittet in Digital Arts und Interactive Media. Aber das war sozusagen der Vorgänger davon. Und ich bin seit 2007 in MTD, also auch schon ewig lang irgendwie, Assistent. Meine Schwerpunkte sind eben das Web. Ich mache die Webgrundlagen, Hypermedia 1 und 2. Auch die Games, Introduction to Games, da sehen wir uns nächstes Semester dann zusammen mit dem Kollegen Michael Lankes. Auch in den höheren Semestern wissenschaftliches Arbeiten und so weiter, Projektbetreuungen, alle diese Dinge. Ja. Wer mir auf irgendwelchen Social Media Plattformen folgen will, wahnsinnig aktiv bin ich nicht auf allen, also ich bin echt ein furchtbarer Instagrammer, sorry. Der kann das gerne tun, da stehen ein paar Kontakte. Wer mich mal persönlich antreffen will, auch in Zeiten wie diesen, bin ich trotzdem hin und wieder auch im Büro natürlich, ja. Der findet mich in der FH1, also in dem Gebäude mit der Ellipse. In der Ebene 2, also im zweiten Stock oben im Büro FH1.230, zusammen mit dem Christoph Schaufler bin ich in einem Büro, da kann man einfach vorbeischauen. Hin und wieder auch im Pi Lab, das ist unser Research Lab für Animation und Games im Studentenheim. Oder Sie schreiben mir einfach ein Mail oder noch einfacher, das habe ich doch gar nicht oben stehen auf den Slides. Wenn Sie irgendwas brauchen, schreiben Sie mich über Microsoft Teams an. Ja, wir haben Teams für die Vorlesungen, wir haben Teams für die Übung. Die werde ich parallel so ein bisschen zum Moodle-Kurs hernehmen, vor allem für die Übung. Für die Vorlesungen werden wir es nicht so stark brauchen, weil ich hauptsächlich auf YouTube ausweiche. Aber in der Übung werden wir Microsoft Teams hernehmen. Weil es einfach für die direkte Kommunikation viel, viel besser geht. Also, mir ist es 10-mal lieber, Sie schreiben mal irgendeine Chat-Message oder Direct-Message auf Teams, als Sie schreiben mal irgendeinen Einzeiler per E-Mail. Ich finde E-Mail irgendwie total oldschool, ja, aber man kriegt es nicht ganz weg. Aber es ist auch da. Ja. GitHub, Twitter und so weiter. Sie können da gern vorbeischauen. Wenn Sie das überhaupt interessiert, ja, was sollen die alten Säcke auf Social Media haben? Okay, ich würde sagen, schauen wir uns ganz kurz, bevor wir in Medias Res gehen, das Organisatorische an zu dieser Vorlesung beziehungsweise auch zur Übung ganz kurz, damit das ja, damit die Dinge geklärt sind. Also wir haben 12 Vorlesungen, wie gesagt, wir sehen uns jeden Montag um 10:30 Uhr. Mit ein paar Ausnahmen eben, wo Feiertage sind. Mal ist Montag Feiertag, dann ist mal der Dienstag Feiertag, das ist irgendwie. Dann ist irgendwann einmal, also da werden wir dann auch die Vorlesung ausfallen lassen, weil die Übungen dann halt dazu nicht stattfinden können und so weiter. Aber normalerweise Montag 10:30 Uhr, schauen Sie einfach in das Levis, da sind immer die aktuellen Termine. Ich habe sie als Livestream schon eingetragen, aber zwei, drei mögen sich noch ändern. Da bin ich gerade mit der Irmi in Kontakt, da gibt es noch ein paar Kollisionen, aber alles easy, würde ich sagen. Am Ende der Vorlesungsperiode, sozusagen am Ende vom Semester, gibt es eine Klausur. Ich mache das mittlerweile schon seit 2 Jahren als E-Klausuren. Das heißt, man muss nicht mehr auf Papier kritzeln, sondern es gibt einen Test in Moodle, den man ausfüllt, der wesentlich schneller geht. Da braucht man nur 45 Minuten und nicht 1,5 Stunden, weil sehr, sehr viel einfach so True-False-Fragen sind, die man einfach ankreuzelt und nicht lang irgendwas hinschreiben muss. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Wie gesagt, wir müssen schauen, wie das mit Corona ausschaut, weil wenn irgendwie wieder Lockdown wäre und wir nicht in die Labors können, dann ist das auch mit diesen E-Klausuren ziemlich schwierig, weil zu Hause ist es natürlich mit der Cheat Protection ein bisschen so eine Sache. Ja. Aber das werden wir schauen. Also im schlimmsten Fall müssen wir doch auf irgendeine schriftliche Art ausweichen, aber das kommt alles dann irgendwann einmal. Ende Jänner, da haben wir noch genug Zeit, um uns darauf einzustellen. Was die Übungen betrifft, da haben wir nur 9 Termine, das sind nicht 12, so das heißt, wir haben nicht zu jeder Vorlesung eine Übung dazu, aber prinzipiell zu den wichtigen Themen sind die immer mehr oder weniger dabei. Das läuft im Prinzip einfach so ab, dass es von mir eine Aufgabenstellung gibt.
die man dann in der Übungszeit bereits bearbeiten kann. Das heißt, ich gehe mit Ihnen zuerst mal die Aufgabenstellung durch, damit alles klar ist. Und dann können Sie eigentlich drauf loswerkeln. Manchmal gehe ich mit Ihnen ein paar Tools durch, die wir vielleicht für die Übung speziell brauchen. Manchmal machen wir vielleicht die ersten Schritte gemeinsam, damit jeder reinkommt und damit es gut funktioniert. Und im Endeffekt ist es dann so, Sie arbeiten die Übung dann aus bis zum nächsten Termin, geben die entsprechend ab. Und die Übungsnote kommt einfach durch die korrigierten Übungen ab. Sofern es Tutoren oder Tutorinnen eigentlich, muss man sagen, gibt, werden die in der Korrektur der Übung sozusagen involviert sein. Wenn sich keine aus den höheren Semestern melden, dann mache ich das selbst. Ja, das wird man dann sehen prinzipiell. Die Übungen übrigens, die sind primär jetzt ab nächster Woche, ab nächsten Dienstag gehen die los. Die sind als Präsenzlehrveranstaltung zumindest einmal am Start geplant, weil ich denke, es ist schon wichtig, dass wir uns auch einmal persönlich sehen und nicht immer nur irgendwie sozusagen von Kamera zu Bildschirm irgendwie. Das heißt, die ersten paar Übungen hätte ich schon vor, dass wir zumindest im Oktober in Präsenz abhalten, damit jeder einfach reinkommt, damit sie sehen, wie der Übungsbetrieb abläuft, damit sie verstehen, was ich von ihnen will und wie sie, was sie von mir haben können. Ja. Das geht viel, viel leichter, wenn wir uns irgendwo so im Labor einfach sehen. Sollte uns was dazwischen kommen, werden wir die Übungen über Microsoft Teams Remote machen. Auch das wird gehen. Es kann auch sein, dass wir einfach mitten drunter umstellen müssen oder werden. Oder wenn Sie sagen, hey, eigentlich, wir kennen uns aus, es ist für uns auch okay, wenn wir es remote machen, dann treffen wir uns in Microsoft Teams. Dann erkläre ich Ihnen das Ganze virtuell. Ich bin dann in Teams online. Wenn jemand Fragen hat, stellt er die Fragen in Teams. Also das geht auch, das haben wir letztes Semester auch gemacht, aber prinzipiell geht es mir schon darum, dass wir irgendwie ja, gemeinsam die ersten paar Übungen irgendwie abhalten, weil wir uns, glaube ich, alle leichter tun. Sie, weil Sie direkter fragen können. Oftmal gibt es nur Probleme mit der Hardware oder so irgendwas, das ist remote eher schwer zu lösen. Das ist dann einfacher, wir sind im Labor. Also das heißt, wenn nichts dazwischen kommt, sehen wir uns nächsten Dienstag zur ersten Übung. Alle Infos, die noch weiter notwendig sind, die kriegen Sie von mir vorab wieder über das E-Learning-System. Gut, wie tun wir mit den Unterlagen? Also dieser Stream, den Sie da sehen, der wird natürlich aufgezeichnet. Das heißt, der steht Ihnen, sobald er dann der Livestream beendet ist, steht er Ihnen dann auf YouTube unter demselben URL zur Verfügung. Die können Sie immer nachschauen, so oft Sie wollen. Das heißt, die Vorlesung an sich haben Sie dann jederzeit immer wieder griffbereit. Sie können oder Sie bekommen von mir auch ein Skriptum. Ja, da bin ich ein bisschen oldschool oder old-fashioned. Ich bin der Meinung, dass es nicht schlecht ist, wenn man auch was Geschriebenes in Prosa ausformuliertes hat. Das heißt, das, was ich Ihnen da in der Vorlesung erkläre, gibt es nachher einfach als PDF zum Nachlesen für Sie. Ja, mir ist klar, dass nicht jeder das in Anspruch nehmen wird. Manche schauen sich einfach lieber 20 Mal die Vorlesung an und sind dann irgendwie sozusagen glücklich. Manche mögen das, wenn sie auf die Klausur vom Skriptum lernen. Das Skriptum hat hin und wieder auch noch ein paar weiter ausformulierte Dinge dabei, also wo sozusagen das ein bisschen im Detail noch erklärt ist, ein bisschen Hintergrundinfo oder so. Aber sagen wir, das, was da zusätzlich drinsteht, ist dann nicht irgendwas, was man bei der Klausur wissen muss, sondern für die, die es halt interessiert, eine Ergänzung. Ja? Das heißt, das Skriptum, das habe ich selber verfasst, das ist jetzt mittlerweile schon, keine Ahnung, die wievielte Iteration und ich stelle Ihnen das PDF einfach immer im Nachhinein online. Ich bin nicht so ein wahnsinniger Freund, das vorher online zu schalten, weil dann jeder das Skriptum offen und schaut das Skriptum an, also mein Lieber, Sie schauen mir zu, ja, kann Ihnen garantieren, dass das, was ich, also dass da keine wahnsinnigen Asynchronitäten gibt. Das heißt, das Skriptum ist einfach das, was ich da jetzt so vor mich hin plappere, etwas schöner ausformuliert, würde ich sagen. Okay, ja, Livestream, das haben wir jetzt eh schon im Prinzip, wir sind ja schon mittendrin, ja. Normalerweise habe ich diese Frage da immer, oder diese Slide sozusagen immer mitten drunter, weil die Leute sitzen dann im Hörsaal und ich sage ihnen dann immer, hey, ihr könnt es auch über den Stream verfolgen, denn ich mache diese Streaming-Geschichte schon seit 2014. Ja, damals haben irgendwie alle ausgelacht und gesagt, warum machst du das? Ja, die Studenten und Studentinnen, die sitzen doch alle dann nur in ihren Zimmern und schauen die Vorlesung im Pyjama. Kam tatsächlich mal als Feedback, ja, ist so. Ist okay, oder? Warum nicht? Ja, die Lehr- und Lernmethoden unterscheiden sich und haben sich sicherlich auch gewandelt. Ich denke, dass dieses Streaming-Angebot ein ganz wichtiges ist, dass es eines Tages mal sozusagen essentiell und irgendwie das Ding an sich werden würde. Das habe ich nicht kommen gesehen, aber so ist es halt, ja. Also für mich ist es voll okay, diese Streams stehen online. Sie werden auch auf meinem YouTube-Channel zumindest noch ein paar ältere von den älteren Semestern auch noch finden. Die können Sie sich natürlich anschauen, aber natürlich.
ich ändere jedes Jahr schon auch wieder Dinge, aktualisiere sie auf neueste Versionen, Standards etc. Das heißt, die alten sind zwar nicht völlig falsch oder was, aber natürlich ja, sind die aktuelleren meistens irgendwie gescheiter. Wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, YouTube-Chat, wie gesagt, es gibt auch dieses Fragentool von Google Slides, wo dann oben ein URL eingeblendet wird und da kann man dann Fragen stellen, die könnte ich einblenden. Das habe ich normalerweise immer im Hörsaal gemacht, weil es ganz praktisch ist. Ich denke aber, wir haben den Chat und mit dem kommen wir ganz gut klar. Okay, das waren im Prinzip so die, ja, die organisatorischen Dinge. Dann würde ich sagen, legen wir los. Ja. Und bevor wir irgendwie konkret jetzt auf irgendwelche Technologien wie HTML uns stürzen, da werden wir halt eh nur irgendwie ganz grob mal drüber schauen und die nächste Vorlesung wird sich das im Detail ja, dem annehmen, würde ich sagen, reden wir über ein paar Begriffe aus dem Fachbereich, weil es schon ganz wichtig ist, dass man die, naja, vorher mal definiert und abgeklärt hat, bevor man dann irgendwie sich den Details quasi widmet. Zunächst aber mal vielleicht zu den Themen, was wird uns das Semester alles so erwarten? Also die drei großen Themen, die sind einerseits natürlich HTML, dann CSS und dann JavaScript. Also wir bleiben völlig sozusagen auf der Client-Seite. Wir schauen uns noch keine serverseitigen Technologien wie PHP und sonstiges an. Das wird das Thema des nächsten Semesters. Hypermedia 2 im zweiten Semester wird sich dem widmen. Sondern wir schauen uns die Basics an. Uns interessiert einfach mal, dass man HTML in seiner Grundgesamtheit verstehen. Wir werden da die neuesten Versionen, also HTML 5.3, beziehungsweise mittlerweile hat sich das auch schon ein bisschen wieder geändert, die aktuellsten Versionen, die stehen im sogenannten HTML Living Standard. Das werde ich Ihnen nachher noch ganz kurz zeigen. An dem werden wir uns orientieren. Also wir schauen, dass wir immer die neuesten Specs sozusagen verwenden. Das heißt, das Thema Web Standards wird für uns einfach eine große Sache sein. Es ist enorm wichtig, dass man sich an Standards hält, dass man die auch versteht, dass man sie kontrollieren kann. Das heißt, diese Dinge werden wir auf jeden Fall uns anschauen. Genauso werden wir heute ein bisschen über Browser sprechen. Wir werden uns auch die Geschichte von HTML nur ganz kurz mal reinziehen, damit einmal klar ist, wie das überhaupt entstanden ist alles. Und dann werden wir eigentlich eh schon zu CSS weitergehen, weil HTML allein ist zwar eine schöne Auszeichnungs-Markup-Sprache, aber ohne irgendwelche Formatierungen dann doch meistens ziemlich langweilig. Das heißt, CSS wird unser zweites Themengebiet sein, wo wir uns ein bisschen länger aufhalten. Da geht es auf der einen Seite darum, dass wir uns so Dinge eben wie das Boxmodell anschauen, dass wir in Richtung Layouts und Frameworks gehen, dass wir, jetzt muss ich gerade schauen, was wir da noch stehen haben, ja, okay, das habe ich gelöscht offensichtlich, dass man, wie gesagt, auch moderne, mit Frameworks gemeint ist, so Sachen wie das Grid-Framework und so weiter anschauen, die noch eher junge Technologien sind, aber mittlerweile auch ganz gut in Browsern verbreitet sind. Also, dass wir da wirklich auch am Puls der Zeit bleiben. Und der dritte große Bereich, der wird dann JavaScript sein, das heißt, von den eher Markup-Sprachen und Style-Sprachen, die meistens nur ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, relativ leicht zu verstehen sind, weil es wirklich, ich sage jetzt nicht No-Brainer sind, aber weil man nicht programmieren muss, sondern eigentlich nur Text schreiben muss, ja, gehen wir dann halt in Richtung Scripting, schauen uns JavaScript oder wie es formell heißt, ECMAScript an, schauen uns so Dinge wie Tools an, die APIs, die im HTML5-Umfeld entstehen. Wir werden einen kurzen Blick nur auf jQuery werfen, damit Sie mal eine Library gesehen haben, auch wenn die jetzt vielleicht schon nicht mehr ganz so top-notch ist oder so, aber es ist vielleicht ganz okay, die auch zu kennen. Natürlich ist bei JavaScript das sogenannte Document Object Model eine Riesensache, weil das brauchen wir, um die quasi Webseiten ordentlich und effektiv manipulieren zu können. Frage war, arbeiten wir auch mit Bootstrap? Also ich habe Bootstrap schon mal drinnen gehabt, aber mittlerweile gibt es einfach vom W3C, also vom World Wide Web Konsortium, von dem Konsortium kommen wir später dazu, das sozusagen im Bereich Web alles standardisiert, eben das sogenannte CSS-Grid-Layout, das heißt im Prinzip dieselbe Geschichte, die Bootstrap auch macht, das heißt an Raster, an Spalten ausordnen, nur das ist eine native Sache, das heißt, da brauche ich keine Library installieren, das können mittlerweile alle modernen Browser, da brauche ich nur CSS-Code und das ist mit Sicherheit die zukunftsweisendere Technologie. Das ist nichts gegen Bootstrap, das hat nach wie vor seine
seine Berechtigung, vor allem wenn man irgendwie ältere Browser noch irgendwie targeten muss oder so, ist das super. Aber wir werden uns da quasi sozusagen die Future-Proof-Technology anschauen. Ja, ich werde Bootstrap zwar wohl erwähnen und wir werden uns schon ein paar andere solche Layered-Frameworks vom Prinzip her auch anschauen. Aber Bootstrap selber habe ich mittlerweile nicht mehr im Programm, weil es eben zugunsten des CSS-Grid-Layouts ja, zurückgestellt habe. Okay, das werden so die Themen sein. Dann habe ich schon gesagt, also oder noch eine Frage, werden in späteren Semester auch mit JavaScript-Frameworks, Vue, Angular gearbeitet? Ja, das kommt dann im vierten und fünften Semester. Das bin dann nicht mehr ich, das ist der Kollege Rudisch Sommer, der die Webwahlfächer in den höheren Semestern macht und der hat genau diese Themen drinnen. Also wir werden es uns im ersten und zweiten Semester jetzt noch nicht geben, weil da ist ziemlich steil, aber im vierten, fünften in den Wahlfächern, da ist es dann Thema. Ja, da kommen genau solche Sachen und solche, in Anführungszeichen, Advanced Technologies dann daher. Gut. Schluck Wasser. Gut, Sie haben sicherlich gesehen, dass diese Lehrveranstaltung Hypermedia 1 heißt, ja, und sich vielleicht gefragt, was ist dieses Hypermedia? Ja, dazu eben ein paar Begriffsdefinitionen. Hypermedia ist die Erweiterung von Hypertext durch die Einbindung weiterer Medien wie zum Beispiel Ton, Bild, Bewegtbild. Und das größte derzeit existierende Hypermedia-System ist das World Wide Web. Ja, also Hypermedia ist sozusagen die logische Grundlage sozusagen hinter dem World Wide Web. Die Erweiterung von Hypertext. Jetzt ist dann die Frage, okay, jetzt haben wir Hypermedia geklärt, was ist dann Hypertext? Ja, Hypertext ist einfach eine Menge von Knoten oder einfach Dokumente, wenn Sie sich so vorstellen wollen, ja, die untereinander Querverweise enthalten, die es den LeserInnen erlauben, mit Hilfe einer interaktiven Software, das wäre in unserem Fall der Browser, ja, einfach von einem Dokument zum nächsten zu gelangen. Ja. Also das heißt, das ist jetzt ganz umständlich erklärt, wie Webseiten mit Links funktionieren, aber genau das ist das, was Hypertext ist. Und diese Sache ist schon ziemlich alt, die hat sich ein US-Soziologe, nämlich der Herr Ted Nelson, ausgedacht, und zwar schon im Jahr 1963, da hat er das schon postuliert. Ja. Da war man vom Computerzeitalter noch nicht wahnsinnig weit, also war schon okay, ja, aber verglichen zu heute. Der hat sich das schon erdacht, das wäre doch cool. Also so quasi, der hat das damals so ein bisschen mit Zeitungen verglichen. Es wäre doch toll, wenn man eine Zeitung lesen würde und da ist irgendein Begriff drinnen und dann interessiert mich, was dieser Begriff kann. Und dann könnte ich sozusagen in der Zeitung irgendwie diesen Begriff auswählen und würde sofort zur Erklärung dieses Begriffs hinblättern, hingelangen, wie auch immer. Ja. Also das hat man sich damals schon in den 60er Jahren überlegt. Und wir werden dann später sehen, dass das allerdings erst so in den 80er Jahren, frühen 80er Jahren tatsächlich eben so wie es heute jetzt ist, als World Wide Web realisiert wurde. Es gab vorher schon Hypertext-Systeme, die waren aber nicht online. Also die waren vielleicht auf einem Computer schon als Programme, als Software verfügbar, allerdings nicht so global, wie es eben das World Wide Web ist. Und Hypertext war die ursprüngliche Sache, wo man sich das überlegt hat, okay, das geht halt nur mit Text. Und deswegen Hypermedia, weil man dann irgendwann draufkommen ist, okay, Text ist zwar nice, aber es wäre halt cool, wenn wir auch Videos und Bilder und Audio und was Gott was alles noch inkludieren könnten. Und darum spricht man jetzt eher von Hypermedia-Systemen. Ja, die Begriffe klingen also für mein Ohr auch schon irgendwie ziemlich altmodisch, aber das ist sozusagen die Benamsung, die eigentlich da dahinter steckt. So, jetzt haben wir noch ein paar Akronyme, die wir vielleicht vorab klären sollten. Also www, URL und URI, HTML und HTTP. Ich glaube, die meisten werden Ihnen bekannt sein. Vielleicht ganz kurz noch zur Erklärung, was tatsächlich dahinter steckt. Also das www ist eben das World Wide Web. Früher gab es auch mal die Begriffe sowas wie W3, sagt heutzutage kein Mensch mehr. Web ist ganz kurz die Abkürzung. Das ist eben unser globales interaktives Informationssystem, das eben auf Hypertext bzw. mittlerweile auf Hypermedia basiert. HTML, ja, das ist dann die Hypertext Markup Language. Das ist das Dokumentenformat des World Wide Webs. Also eine textbasierte Auszeichnungssprache, werden wir dann noch hören, was das genau bedeutet. Auf Englisch sagt man Markup Language dazu. Und dieses Markup verleiht dem Text eine Struktur, ja, die dann von einer Software, von unserem Webbrowser zum Beispiel, gelesen werden kann. Das heißt, wenn da irgendein Wort steht und entsprechende Markup-Elemente, Auszeichnungselemente dabei sind, dann kann man sagen, dieser Text ist nicht einfach nur Text, sondern der repräsentiert zum Beispiel eine Überschrift oder einen Absatz oder was auch immer. Ja.
Das heißt, das ist die Idee einer Auszeichnungssprache, wie es eben HTML ist. Der URL, eigentlich der URL, weil es ist der Uniform Resource Locator, also es ist eigentlich der Locator, man sagt eigentlich immer die URL, aber versucht meistens der URL zu sagen. Das ist im Prinzip ein Identifikationsschema, wie man so Ressourcen nicht nur im World Wide Web, sondern ganz global im Internet eindeutig zuordnen kann. Im Prinzip besteht der aus einer Zugriffsmethode, das ist ein Protokoll wie HTTP, da kommen wir gleich noch dazu, ja, oder HTTPS mittlerweile. Dann einem spezifischen Teil, wie zum Beispiel der Domainname, ja, www.fh-oeat zum Beispiel, und dahinter dann noch irgendwie einer gesuchten Datei, index.html oder irgend sowas, ja. Die sind sozusagen so aufgebaut. Ja, diese URLs, die wurden in einem sogenannten RFC, in einem Request for Comment mal definiert und daran hält man sich einfach. Ja. Und ein URL ist eigentlich nur ein bisschen eine spezifischere Version von einem sogenannten URI, einem Uniform Resource Identifier. Das heißt, jeder URL ist ein URI, aber ein URI kann auch noch ein bisschen mehr sein. Das ist einfach ein bisschen eine allgemeinere Bezeichnung von Ressourcen, die wurde auch nochmal extra definiert. Ja, mehr will ich Sie mit dem gar nicht mehr belästigen, ja, aber einfach nur, dass Sie wissen, der URL ist sozusagen das Identifikationsschema, wo man eindeutig sagen können, dort liegt eine Ressource. Ja. Mit diesem Protokoll unter dieser Domäne findest du diese Datei sozusagen. Ja, und jetzt haben wir noch HTTP, das Hypertext Transfer Protokoll, das steckt eh schon schön im Namen drinnen. Das ist eben das Übertragungsprotokoll für Daten im Netzwerk, ganz einfach. Das heißt sozusagen, wie kann ich eine Webseite, eine HTML-Seite zum Beispiel, die irgendwo auf einem Webserver liegt, wie kommt die zu mir auf meinen Rechner? Ja, und dafür gibt es eben das HTTP, das ist das Protokoll, das genau diese Übertragung managt. Und da bleibe ich jetzt stehen, deswegen ist da ein Sternl dabei. Sie hören das bei Martin Harrer in der GIF, Grundlagen der Informationsverarbeitung, Vorlesung. Der erklärt Ihnen, wie HTTP aufgebaut ist, was das genau tut, was da im Hintergrund alles werkelt. Das ist für uns in der Vorlesung nicht relevant. Also natürlich ist es relevant, ja, aber wir werden es nicht doppelt erklären, sondern wir sind mit Martin Harrer abgestimmt. Er wird das in seiner Vorlesung erklären, wie das funktioniert. In meiner müssen Sie einfach wissen, dass es das gibt, ja, dass es das Protokoll ist. Übrigens, es gibt kein HTTP-Protokoll, weil das P ist ja schon, steht ja schon für Protokoll. Das wäre Pleonasmus, also man sollte ein bisschen aufpassen und nicht vom HTTP-Protokoll sprechen. Das ist so wie der HIV-Virus oder der weiße Schimmel oder sowas. Also da kann man sich dann auszeichnen, dass man verstanden hat, was da hinter diesem Wort steht, wenn man nicht diesen Fehler begeht. Okay, eine Kleinigkeit auch noch. Ich sage es nur dazu, aber es wird ganz gern verwendet. Internet und www sind nicht dasselbe. Ja, also es ist nicht so, man sagt immer, ich surfe im Internet, ja, aber eigentlich, wenn man das Surfen meint, surft man eigentlich im www, also im World Wide Web, weil das Internet ist sozusagen unser globales Informationssystem, mehr oder weniger, wo ganz viele Dienste laufen. Ja. Ein Dienst ist eben das World Wide Web, ja, wo man Webseiten, Informationen etc. anschauen können. Ein weiterer Dienst wäre E-Mail. Ja, ein nächster Dienst, keine Ahnung, kennt das nur wer, FTP oder Telnet oder IRC oder so. Das wären alles Dienste, die quasi über das Internet laufen. Ja, aber www ist halt nur einer davon. Und deswegen sollte man da eigentlich immer ein bisschen aufpassen, was man sagt. Internet und das www sind eben nicht ein und dasselbe. Okay, ja, so, jetzt haben wir ein paar Begriffe noch definiert. Jetzt sollten wir uns vielleicht ganz kurz unterhalten, wie die Kommunikation in diesem Internet, ja, also das ist jetzt allgemein eine Ebene höher sozusagen, wie schaut das aus, wenn wir eine Webseite aus dem www über das Internet öffnen wollen zum Beispiel, ja, wie läuft da die Kommunikation ab, ja, die Laola-Welle, ja, ich sehe es gerade im Chat, das wäre auch so ein schönes Beispiel dafür, ja, da gibt es ganz viele, ja. Kommunikation im Netz, genau, da war ich völlig rauskommen, sorry. Worum geht's? Wir haben normalerweise, das ist eine Grafik, die werden Sie dieses Semester nicht nur bei mir, sondern auch bei Martin Harrer und nächstes Semester immer wieder sehen, ja, weil das ist sozusagen das essentielle Kommunikationsmodell. Ja. Wir haben in so einem Kommunikationsprozess immer zwei Seiten. Ja. Wir haben auf der einen Seite den Client, auf der anderen Seite den Server. Das sind sozusagen die zwei Endstellen. Ja. Der Client
Das sind, wenn Sie so wollen, Sie, ja, beziehungsweise vielleicht Ihr Webbrowser oder was auch immer, ja, der auf der einen Seite eine Webseite anfordert. Ja. Sie sitzen vor Ihrem Rechner, Sie tippen irgendwas in die Urzeile Ihres Browsers ein, und erwarten jetzt, dass das daherkommt. Ja. Aber was passiert da eigentlich genau im Hintergrund? Ja? Das erste ist, dass vom Client ein sogenannter Request an einen bestimmten URL, www.fhoö.at zum Beispiel, geschickt wird. Ja. Das heißt, Ihr Client schickt einen sogenannten Request, eine Anfrage aus. Und da passiert jetzt ein Haufen Dinge übrigens auch noch im Hintergrund. Ja. Das werden Sie bei Martin Harrer in GIF noch hören. Zuerst einmal muss man zum Beispiel schauen, was steht denn hinter dieser Domain fhoö.at? Da steht ein Server, der hat eine IP-Adresse. Wie löst man diesen Domainnamen zur IP-Adresse auf, da braucht man einen DNS-Server und was Gott was alles. Wiederum, das wird Ihnen der Martin Harrer alles erklären. Wir bleiben mal Ebene drüber. Uns interessiert nur sozusagen, was quasi in diesem Kommunikationsablauf passiert. Die ganze Magic, die im Hintergrund passiert, die hören Sie eben in GIF. Dafür gibt es eigene Vorlesungen, die Ihnen das genau erklärt. Aber Sie werden diese Grafik wieder sehen und dann denken Sie an mich quasi. Ja, der Martin Harrer wird Ihnen dann sozusagen die Eingeweide dieses Prozesses noch erläutern. Also wie gesagt, da passiert ein Request. Ja, und dieser Request, der passiert über das Internet. Ja. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, wir sitzen an unserem Rechner und wir würden jetzt gerne die Seite der FH Oberösterreich öffnen, dann schicken wir diesen Request über das Internet und zwar mit Hilfe des HTTP. Ja, mittlerweile muss man sagen, ist fast alles HTTPS, aber das ist eigentlich nichts anderes wie die verschlüsselte Variante von HTTP. Also da läuft oder da ist im Hintergrund genauso HTTP im Einsatz als Protokoll, aber eben mit einer zusätzlichen Verschlüsselungsschicht über SSL bzw. TLS. Das heißt, ändert sich nichts am Kommunikationsprozess. Der einzige Unterschied ist, er ist nicht mehr abfangbar oder abfangbar ist er schon, aber wenn er abgefangen wird, dann ist er nicht mehr im Klartext einlesbar. Und das ist genau das, was wir eigentlich ja wollen. Darum ist mittlerweile eher HTTPS im Einsatz. Aber for simplicity's sake steht da einfach mal HTTP. So, das heißt, das Protokoll sagt genau, wie funktioniert so ein Request. Und im Endeffekt landet der dann beim Server. Ja. Und der Server ist unsere Gegenstelle. Dort liegt dann diese Webseite, die wir angefordert haben. Ja. Die liegt irgendwo im Dateisystem vom Server. Der sucht sich die raus und schickt uns den HTML, das HTML-Markup, ja, also den gesamten HTML-Code quasi, wenn man es als Code bezeichnen will, retour, wiederum über das Internet. HTTP hat auch die sogenannte Response dort definiert, das ist dann die Antwort, ja, die retour kommt, die schickt er uns zurück an den Client, der bekommt das HTML mit allen weiteren Ressourcen wie Bildern, wie CSS-Dateien, JavaScript-Files, was auch immer noch alles da dabei ist, ja. Und der Client, der kann was damit anfangen und kann das rendern, also anzeigen. Und das war dann der ganze Kommunikationsprozess. Ja. Genau, da steht eben im Channel, Tools wie Wireshark sind gut, um Network-Traffic zu analysieren. Ja. Bei HTTP kann man alles auslesen. Ja. Also da muss man nur sozusagen diesen Kommunikationsprozess intercepten, so Man-in-the-Middle-Attack und wie man das alles nennt. Ich bin kein Sicherheitsexperte. Ja. Aber da wird quasi im Klartext kommuniziert. Der Martin Harrer wird Ihnen sagen, wie so ein Kommunikationsablauf ausschaut, da kann man alles auslesen. Ja. Und das ist im Normalfall wurscht, ja, wenn ich eine Webseite öffne. Aber sobald ich halt Passwörter und ähnlich sensitive Dinge übertrage, dann ist es nicht mehr wurscht. Und deswegen ist man mittlerweile dazu übergegangen, alles zu verschlüsseln. Und das ist auch gut so. Ja. Okay, jetzt haben wir den Prozess angesehen. Gehen wir ein bisschen konkreter. Was bedeutet jetzt Client? Ja, wie gesagt, Client bedeutet einfach Webbrowser. Ja, da habe ich die Icons der momentan fünf am meisten verbreiteten Browser für Sie aufgelistet. Da kommen wir eh kleiner dazu. Und auf der Gegenstelle, was heißt Webserver? Da gibt es auch mittlerweile drei Vertreter, die sich den Markt aufteilen. Das sind einerseits der Apache-Webserver, andererseits die Nginx, ja, und ja, eher weniger wichtig mittlerweile schon der Microsoft IIS, aber das sind so die drei am weitesten verbreiteten Webserver. Das werden wir uns im zweiten Semester anschauen, wie wir mit sowas umgehen. Das ist für uns momentan noch nicht so relevant, weil wir werden sehen, im
ersten Semester braucht man gar nicht zwingend unbedingt einen Webserver, weil wenn wir nur eine pure HTML-Datei haben, dann können wir die theoretisch aus dem Dateisystem auch öffnen. Ja, weil da steht nur HTML drin, dann muss der Webserver nichts Besonderes damit machen. Das heißt, es geht auch ohne Webserver, aber dazu mehr ein bisschen später. Wie gesagt, werden wir uns im zweiten Semester anschauen. Jetzt haben wir da diese fünf Browser, vielleicht ein paar Worte da dazu kurz. Ein paar aktuelle Statistiken, das sind jetzt übrigens Desktop-Browser-Statistiken, ja, also da sind jetzt die Mobile-Browser nicht mit integriert, weil da schaut es natürlich ein bisschen anders aus. Da ist vor allem Safari wesentlich prominenter aufgrund der vielen iPhones, ja, und Browser wie Firefox und Opera und so weiter und auch Edge spielen dann noch weniger eine Rolle. Aber nachdem wir uns hauptsächlich jetzt mal mit dem Desktop-Bereich beschäftigen, habe ich die rausgepickt und da gibt es halt einen Platzhirsch und das ist der Google Chrome, ja, mit laut StatCounter.com sind wir da bei ca. 70% Marktanteil, ja, im Oktober 2020, also jetzt. Das heißt, der Browser beherrscht eigentlich alles. Ja, das muss man so sagen. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, da können wir jetzt lang diskutieren. Ja, das ist fast schon ein bisschen eine philosophisch-ethische Diskussion. Wichtig ist, der Browser Google Chrome, den gibt es jetzt mittlerweile seit 12 Jahren, seit 2008. Der Browser selbst, da gibt es auch ein Open-Source-Projekt sozusagen, aus dem er entstammt, wenn man so will, das nennt sich Chromium, ja, also zum Beispiel unter Linux, wenn man sich den proprietären Chrome nicht installieren will, dann kann man sich die Open-Source-Variante Chromium installieren. Und der Browser war seinerzeit sehr revolutionär, weil, wie gesagt, der hat dieses Tabbed Browsing mehr oder weniger neu erfunden. Jeder Tab ist in einem eigenen Prozess gelaufen oder läuft natürlich immer noch. Ja. Das war vorher überhaupt nicht so. Das heißt, wenn irgendwo sich eine Webseite aufgehängt hat oder irgendein Plugin, Flash oder sowas, ja, verrückspielt hat, dann hat es normalerweise den ganzen Browser mitgerissen. Bei Chrome war es halt nur der eine Tab und der Rest ist unbehelligt weitergelaufen und so weiter. Er war ganz am Anfang, das ist mittlerweile vielleicht nicht mehr ganz so, aber er war sehr schlank, sehr schnell, ist er jetzt schon auch noch und vor allem federführend bei neuen Entwicklungen. Und da sehen Sie ja, was da auch noch dabei steht. Hinter jedem Browser werkelt eine Engine, die sozusagen die HTML-Engine, die Rendering-Engine, die nämlich sozusagen dafür da ist, sozusagen den HTML-Code in das Grafische umzusetzen, wenn Sie so wollen, ganz einfach ausgedrückt, und die entsprechenden Web-Standards, HTML-Standards, CSS-Formatierungen etc., die muss die Engine kennen und muss die sozusagen interpretieren können. Und Chrome verwendet da die Engine namens Blink. Blink ist ursprünglich hatte Chrome, so wie der Safari, auch die sogenannte WebKit-Engine, mit seit Version 28, also auch schon wieder Ewigkeiten her, hat man sich aber abgespalten, hat einen sogenannten Fork gegründet, weil man sich ein bisschen gebremst gefühlt hat. Also Apple hat mit dem WebKit-Development nicht ganz so weitergetan, wie sich Chrome das vorgestellt hat, Google vorgestellt hat, Entschuldigung. Man wollte da vor allem im Bereich der experimentellen Features viel, viel mehr bieten. Also man wollte federführend werden als der Browser, der jedes Feature, das irgendwie gerade neu erdacht wird, gleich mehr oder weniger implementiert. Ja. Und das war der Grund, warum man Blink gegründet hat. Ja. Und diese Engine, die werkelt eben im Google Chrome seit Version 28, mittlerweile sind wir bei 85. Ja. Und die ist mittlerweile, muss man sagen, die de facto Render-Engine, weil wenn wir schauen, in Microsoft Edge und Opera werkelt die mittlerweile auch. Ja. Also das heißt, da haben wir mittlerweile drei Browser, die dieselbe Engine verwenden, dazu aber gleich noch mehr. Mittlerweile die Nummer 2 am Browsermarkt, ja, und das hat sich vor kurzem erst geändert, ist der Safari, die haben vor kurzem Firefox überholt. Letztes Jahr um die Zeit hat Firefox nur ungefähr 10% Marktanteil gehabt, jetzt sind wir bei fast 7,5 herunten, ja, also das ist eh sehr, sehr bedenklich. Safari ist mittlerweile die Nummer 2, die haben ein bisschen zugelegt, mittlerweile mit 8,88%. Ja. Da werkelt eben diese WebKit-Engine drinnen, die ist auch von den Webstandards her sehr, sehr gut. Allerdings ist halt Safari nicht immer ganz so cutting-edge, was neue Features im HTML, CSS, JavaScript-Bereich betrifft, wie eben Chrome mit der Blink-Engine. Man muss übrigens fairerweise dazu sagen, JavaScript-Engines sind nur mal eigene, also das macht nicht Blink, sondern da gibt es eigentlich eigene Engines wieder, aber das habe ich aus Einfachheitsgründen weggelassen. Ja. Firefox ist sozusagen noch der letzte Competitor, der sich gegen diese Blink-Engine ein bisschen auflehnt. Die haben ihre eigene Engine, die nennt sich Gecko.
Die Engine war, also seit 2002, seitdem es in Firefox gibt, eigentlich die Rendering-Engine. Man hat dann beschlossen, die ganze Engine über den Haufen zu werfen und neu zu machen, wollte das dann Servo nennen, hat aber gemerkt, dass man damit nicht klarkommt quasi. Das war ein bisschen zu groß, das Projekt. Jetzt hat man begonnen, Ideen von dieser Servo-Engine in Gecko einzubauen und hat das Quantum bezeichnet. Darum rennt der Firefox mittlerweile auch unter dem Namen Firefox Quantum. Das ist sozusagen die aufgebohrte Gecko-Engine mit Features aus dieser neuen, die naja, nie irgendwie zustande gekommen ist. Und die Frage ist auch, ob es passieren wird, denn mit Firefox geht es wirklich gerade ziemlich bergab. Und ich habe in den Comments schon gesehen, und das stimmt auch ganz gut, Firefox war immer vorne dabei, was die Tools betrifft, fürs Debugging von Webseiten, zum Beispiel um das Grid zu analysieren. Das stimmt, da ist Firefox einfach viel, viel besser als die Chrome DevTools. Die haben ein wunderbar tolles Grid-Tool drinnen, wo man das Grid super visualisieren kann und alles. Das ist ein bisschen schwierig, ja. Die Engine ist nach wie vor top, aber warum es mit Firefox so bergab geht, ich mag es ehrlich gesagt gar nicht sagen. Ja, es ist voll schwer zu sagen, weil es ist ein Top-Browser, aber ich glaube, es ist die Einfachheit einfach von Google Chrome, die einfach viele Leute abwandern lässt. Ja, es ist, glaube ich, so. Ja, was bleibt uns nur übrig? Microsoft Edge ist der Microsoft-Browser. Danach, muss man eigentlich sagen, der Nachfolger vom infamous Internet Explorer. Der mittlerweile seit Anfang 2020, jetzt ist die finale Version heraus, auch die Blink-Engine verwendet. Davor gab es eine Edge-Version, die mit Windows 10 rauskam, die die sogenannte Edge-HTML-Engine verwendet hat. Die war auch ziemlich okay. Ja, also die war, hat mit Internet Explorer und so gar nichts mehr zu, also hat schon ein bisschen was zu tun gehabt, weil es im Prinzip eine Weiterentwicklung war. Aber sagen wir mal, in puncto Web-Standards und so war die top dabei. Nur irgendwie hat der Browser nie so recht Fuß fassen können und interessanterweise, seitdem sie jetzt auf die Blink-Engine umgestiegen sind, geht es dahin, weil der hat jetzt fast 6% Marktanteil. Der alte Blink ist nie über 3-4% rausgekommen. Interessant. Und jetzt haben wir den neuen, quasi der vom Rendering her am Google Chrome identisch ist und der steht immerhin schon bei 6%. Also vielleicht ist der Move von Microsoft aufgegangen, dass die Leute sagen, okay, ich muss mir jetzt nicht unbedingt an Chrome installieren und habe trotzdem alle Benefits von Chrome. Könnte sein, dass sie da durchaus ein paar Marktanteile gewinnen. Wird man sehen, wie das nächstes Jahr ausschaut. Internet Explorer übrigens, den habe ich jetzt dann nicht mehr stehen. Er hat mittlerweile nur mehr einen Anteil von 2,48%, also er ist wirklich nicht mehr relevant. Den gab es sozusagen bis 2015 oder so. Letzte Version war 11.0, aber der war einfach wirklich hoffnungslos veraltet und auch jetzt, man sollte ihn nicht mehr verwenden, weil seine Engine mit den neuesten Webstandards nicht mehr mithalten kann. Das heißt, die Chance, dass Dinge im Internet Explorer falsch ausschauen, ist riesengroß. Den kann man jetzt langsam Gott sei Dank wirklich vergessen. Auch alle Hacks, die sozusagen Internet Explorer backwards kompatibel war, ich glaube, man kann sie jetzt guten Gewissens eliminieren. Weil die 2,5%, die den noch haben, die werden vielleicht durch die harte Tour lernen, dass man einfach dann doch einen anderen Browser nimmt. Vor allem eben dadurch, es war früher immer das Argument, ja, aber so viele Firmen, die haben IE drauf und da die Sysadmins, die installieren nichts Neues, die Leute können nichts anderes verwenden. Mittlerweile aber, wenn man ein halbwegs modernes Windows 10 zum Beispiel drauf hat, da ist auf jeden Fall ein Edge drauf. Ja, das heißt, also da hat man schon eigentlich mittlerweile keine Ausrede mehr. Ja, eben, die Firmenrechner. Aber ich glaube, dass das Argument mittlerweile auch nicht mehr zählt. Ja, also das war lange dieses, ja, kann man nichts machen oder so. Aber ich glaube, wie gesagt, mittlerweile haben die Leute mit einem Windows 10 Edge als Alternative. Und die kein Windows 10 haben, sondern 7 oder Gott bewahre XP oder noch irgendwas Älteres, ja, die sollten sich sowieso einmal überlegen, dass sie ihre Software ein bisschen updaten. Ja. Gut, und was gibt's noch? Der letzte Vertreter Opera, der hat da schon irgendwo ein Herz im Chat bekommen. Ja, das ist so ein bisschen der Underdog. Der hat auch einen Anteil von 2,48%, also der liegt momentan genau gleich auf mit Internet Explorer. Die hatten früher ihre eigene Engine namens Presto und die war ziemlich cool, weil die war eigentlich ein totaler Vorreiter in puncto Webstandards und hat viele coole Dinge können. Aber Opera ist halt auch eine kleine norwegische Firma und irgendwann haben sie es nicht mehr erstemmt, das alles zu entwickeln und haben sich entschlossen, relativ früh auf Blink umzustellen. Und ja, für alle eben, die Chrome nicht mögen, wegen sozusagen Google Affinität oder so, für die ist das sicherlich eine ganz interessante
Alternative. Wobei auch der Opera in letzter Zeit ein paar negative PR-Geschichten gekriegt hat mit irgendwelchen Werbungsgeschichten, die im Hintergrund da getrackt haben und so, was Gott das alles. Also mittlerweile ist offensichtlich nichts mehr heilig, ja, wie auch immer. Für die Übung würde ich sagen und Vorlesung, es ist eigentlich egal, welchen Browser Sie verwenden. Also ich habe, shame on me, ich bin da jetzt nicht wahnsinnig alternativ. Meistens an Google Chrome im Einsatz, alternativ immer an Firefox zur Hand. Aber nehmen Sie den Browser, der Ihnen am liebsten ist. Es gibt vielleicht manchmal ein paar Situationen, es ist eh schon das Grid Framework erwähnt worden, da ist der Firefox super, um das zu analysieren und zu debuggen. Aber idealerweise hat man sowieso immer vielleicht zwei, drei Browser installiert, um einfach switchen zu können. Aber im Endeffekt bleiben Sie dort, wo Sie sich zu Hause fühlen. Die Dinge, die wir machen, die rennen auf jedem modernen Browser gut. Die einzige Sache, die eben ist, schauen Sie, dass Sie immer die letzte Version, wenn möglich, verwenden. Dann ist alles gut, würde ich sagen. Okay. Ah ja, eine Sache noch, genau. Das ist das, was ich immer ganz gern nachreiche, was noch ein bisschen zur Begriffsdefinition gehört. Wir sollten ganz kurz noch die Unterschiede zwischen einer Website, einer Webpage oder auf Deutsch Webseite, ja, da muss man immer ein bisschen, deswegen habe ich es da eher Englisch stehen, weil es ein bisschen leichter zu unterscheiden ist, und einer Homepage klären. Man sagt immer ganz gern, ich mache eine Homepage für meine Tante, weil die hat ein Häkelgeschäft oder irgend sowas. Ja. Man muss ein bisschen aufpassen. Was man eigentlich macht, ist eine Website, ja, oder eine Webseite oder so. Ja. Das ist das gesamte Konglomerat. Ja. Die Website der FH Oberösterreich besteht aus vielen einzelnen Webpages. Das sind sozusagen die Unterseiten, die da alle logisch dazugehören. Und die Homepage, das ist die Frontseite quasi, die Einstiegsseite, die Indexseite, wie auch immer Sie es nennen wollen, ja, auf die man hinkommt, wenn man www.fho.at eintippt. Ja. Das wäre dann die Homepage. Ja. Das sage ich jetzt Ihnen, weil wahrscheinlich, wenn man in den Duden hineinschaut, ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht gemacht und dort Homepage sucht, dann wird wahrscheinlich mittlerweile eh drinstehen, dass das ein Synonym für Website ist, weil im Umgangssprachlichen ist es mittlerweile eh schon, also wenn man eine Homepage macht, dann macht man eigentlich eine Website. Aber Sie, die das jetzt ordentlich studieren, Sie wissen, dass es anders ist. Also wir reden eigentlich von Websites, einzelnen Webpages und eben der Homepage sozusagen als Startseite. Ja. Jetzt sind Sie wieder einen Schritt schlauer. Okay, gut, wir haben noch ungefähr bis 12, eine Dreiviertelstunde Zeit, dass wir uns jetzt schon die ersten paar Basics von HTML anschauen. Und zwar ganz grundlegend, wir werden die nächste, zweite Vorlesung dem ganzen Thema widmen. Ich will Sie jetzt einfach nur mal ein bisschen in die Thematik hinführen, einmal ein paar Tags aufzeigen, dass Sie mal sehen, wie das funktioniert und das Gros mit der ganzen logisch-semantischen Konnotation, die da immer mitschwingt, die schauen wir uns dann nächste Woche an. Ja. Aber ganz kurz, HTML ist ein Kurzwort, habe ich schon erwähnt, für die Hypertext Markup Language, ist also unsere Beschreibungssprache für Webdokumente, und das Wort Markup bedeutet auszeichnen. Also im Deutschen ist es immer ein bisschen blöd, weil auszeichnen, das klingt ja nach Preisverleihung. Aber eigentlich geht es darum, Textstellen zu kennzeichnen und ihnen somit eine Bedeutung zu geben. Also nicht eben zu sagen, okay, dieses Wort, das soll jetzt eine Überschrift sein, während diese zwei Sätze, die sind normaler Fließtext in einem Absatz zum Beispiel. Also das ist das sozusagen, was ein Markup machen kann sozusagen. Also Text eine bestimmte Bedeutung geben. Und genau das passiert in HTML. Ja. Diese Auszeichnung geschieht mit HTML-Tags, die eben genau das machen. Und wir werden uns als Sprache HTML5 anschauen oder als Sprachversion, muss man sagen. Das heißt, das ist die neueste. Wenn Sie es ganz genau nehmen wollen, vielleicht sogar HTML 5.3. Das ist die aktuellste, also noch nicht standardisierte, aber momentan in Entwicklung befindliche Version. Der letzte Standard ist 5.2. Wir werden aber eh nachher sehen, dass das mittlerweile alles mit den Versionen ein bisschen komplizierter worden ist. Es gibt nämlich einen sogenannten, ich habe es eh schon erwähnt, Living Standard, wo immer das aktuelle HTML-Spektrum quasi beschrieben ist. Und mehr oder weniger an dem werden wir uns mehr oder weniger Weise orientieren. Ja, danke für die Anmerkung. Es gibt weitere Beispiele für Markup-Sprachen. Ja, XML ist so eine, die werden wir eh kennenlernen. Markdown werden wir jetzt nicht kennenlernen, aber ja, bei GitHub eingesetzt. Wir werden aber hoffentlich GitHub kennenlernen. Ja, das hätte ich wie die zweite Hälfte dieses Semesters schon geplant mit Ihnen, dass Sie gleich mal so ein paar Real-World-Tools auch sehen. Genau, das sind so typische Markup-Sprachen, wo man einfach mit bestimmten Zeichen etc.
Bedeutung schafft. Wir werden uns noch ein paar andere anschauen, JSON, YAML, die werden wir auch alle noch kennenlernen, da gibt es ein paar. Okay, schauen wir uns die Barebone Basics an. Ja, da sieht man eh genau das, was ich meine. Ja, also HTML-Tags, die stehen immer in spitzen Klammern. Ja, das, was wir da sehen, spitze Klammer auf, H1, spitze Klammer zu. Dann steht ein Wort, in dem Fall das Wort Überschrift, und spitze Klammer auf, Schrägstrich, Name dieses Tags, spitze Klammer zu. Das ist sozusagen das schließende Tag. Also das ist das öffnende, ja, da ein sogenanntes H1-Element für eine Heading, Heading 1 oder Heading First Order, also eine Überschrift erster Ordnung. Total urig, ja. Und P für Paragraph, der Absatz. Dann haben wir hier auf der Gegenseite das sogenannte schließende Tag, wo wir quasi diese Auszeichnung wieder beenden. Und alles eben, was da dazwischen drinnen steht, ist der Inhalt quasi zwischen diesen Tags. Und es gibt aber auch nicht nur Tags, das macht es leider ein bisschen komplizierter, die immer ein öffnendes und schließendes haben, sondern es gibt durchaus auch sogenannte Standalone-Tags. Das heißt, die haben nur eine punktuelle Bedeutung. Also zum Beispiel, wenn da steht ein Absatz mit BR-Zeilenumbruch, dann heißt es, dass an dieser Stelle BR für Break oder Line Break, da wird ein Zeilenumbruch gemacht. Jetzt wird es bei diesem Element nicht viel Sinn machen, ein öffnendes und schließendes Tag hinzusetzen, weil das wirkt genau an dieser Stelle. Das bewirkt einfach sozusagen, dass an dieser Stelle ein Zeilenumbruch passiert. Das kann ich ganz kurz herzeigen, indem ich da so ein Browserfenster reinziehe. Okay, so grob wollte ich das eigentlich nicht machen. Sekunde. Da sieht man das ganz gut. Ich mache mal den Quellcode auf. Da steht das zum Beispiel, der Text soll hier BR umbrechen. Ja? Und dann passiert das genau so eben, dass nach diesem Wort hier dieses BR-Tag wirkt und der Zeilenumbruch quasi passiert. Ja? Das ist also das, was man da drinnen sieht. Somit haben wir auch Tags, die eben punktuell wirken. Das sind sogenannte Standalone-Tags. Da gibt es noch ein paar weitere. Die werden wir kennenlernen, aber der BR ist wahrscheinlich mitunter der bekannteste und vielleicht auch wichtigste und so weiter. Ja. Also das ist sozusagen das sogenannte Standalone-Tag. Und das ganze Ding jetzt übrigens, ja, das nennt man jetzt ein HTML-Element. Also ein Element sind die Tags, öffnendes, schließendes, von mir aus, wenn mittendrunter auch noch andere sind, Standalones, mit dem Inhalt, also dem Text, der sozusagen von diesen Elementen ausgezeichnet wird, ja, das ist das Element. Das heißt, man unterscheidet Tags auf der einen Seite, das sind nur diese Dinge in den spitzen Klammern, und das Element ist das ganze Ding vom öffnenden bis zum schließenden Tag, mehr oder weniger. Ja, das ist sozusagen das sind die Basics da dahinter. Ja, genau, HR, die Horizontal Rule, ist auch so ein Standalone-Tag, das macht einfach eine horizontale Linie, und es gibt noch ein paar, aber wie gesagt, da kommen wir noch da dazu. Ja. CSS habe ich auch schon gesehen, ja, da muss ich noch ein bisschen Geduld üben, das schauen wir uns in ein paar Vorlesungen dann an. Ja. Okay, ja, das war die Sache. Ein paar ganz simple Elemente mal vorab, damit wir ein paar mal durchbesprochen haben, die wir auch nachher in diversen kleinen Beispielen brauchen. HTML-Dokumente, und das werden wir gleich sehen, die sind im Prinzip verschachtelt aufgebaut. Das heißt, es gibt sozusagen ein sogenanntes Root-Element oder zu Deutsch Wurzel-Element. Das heißt, das ist das ganz außen steht. Das heißt, jedes HTML-Dokument beginnt mit einem HTML-Element. Okay, ich sehe gerade noch eine Frage im Chat, da gehe ich ganz kurz eins zurück. Hat der öffnende Tag immer auch die Klammer zu, so wie in diesem Beispiel? Ja, also die Tags sind wirklich immer so, spitze Klammer auf, Name des Tags, H1 oder P, oder werden wir jetzt gerne noch ein paar sehen, spitze Klammer zu. Ja, und genauso beim schließenden Tag, nur das schließende Tag hat immer den Schrägstrich drinnen. Ja, also das ist immer so, Tags, damit der Browser einen Tag als solchen erkennt, schaut er immer nach einer öffnenden Spitzenklammer und nach einer schließenden Spitzenklammer quasi. Das ist für ihn ein Tag. Ja. Die müssen genauso geschrieben sein. That's the rule quasi. Ja. Okay, ein paar Elemente. Wir werden das nachher eh gleich noch sehen. Aber wie gesagt, jedes Dokument beginnt mit dem Element HTML. Das heißt, das ist das, was immer am Anfang eines HTML-Dokuments steht. Und /HTML, also die schließende Version dazu, das ist die das immer beendet. Das heißt, das ist das sogenannte Root-Element, das Wurzel-Element, weil in dem ist alles drinnen. Und wir werden gleich sehen, HTML-Elemente können eben verschachtelt werden, da komme ich gleich zur Verschachtelung. Ja. Innerhalb dieses HTML-Elements liegen dann alle anderen drinnen. Dann gibt es zwei weitere wichtige, okay, und zwar das nämlich das sogenannte Head-Element.
Das da drin stehen sozusagen, wenn Sie so wollen, die Kopfdaten eines HTML-Dokumentes. Ja? Und das sind alle Daten, die im Prinzip ja nicht sichtbar sind, wobei es nicht ganz stimmt, weil das Titelelement ist doch irgendwie sichtbar. Ja? Aber im Prinzip stehen da alle Meta-Elemente drinnen. Alles, was das Dokument irgendwie beschreibt, alles, was irgendwie externe Informationen einbindet, wie zum Beispiel Stylesheets, JavaScript-Dateien können da zum Beispiel drinstehen, müssen aber nicht. Ja. Aber im Prinzip Dinge, die nicht der Inhalt der Seite sind, die stehen im Head, das sind die Kopfdaten. Ja. Das ist das, was normalerweise direkt unterm HTML-Element liegt. Parallel dazu gibt es das Body-Element. Das Body-Element, das enthält jetzt den Seiteninhalt. Das heißt, alles, was innerhalb zwischen Body und /Body steht, das ist das, was wir dann tatsächlich als Output auf der Seite sehen. Also quasi das, was in einem Browserfenster, wenn Sie jetzt ohne Formatierungen haben, das, was da in diesem weißen Bereich unterhalb der URL-Zeile steht, das ist alles das, was im Body drinnen steht. Was steht jetzt in so einem Head-Element drinnen? Da steht auf jeden Fall einmal der Titel der Seite. Da gibt es ein eigenes Element Title. Das ist eben das, was Sie, wenn Sie irgendwie so einen Browser reinziehen, so wie hier da zum Beispiel, da steht dann da Zeilenumbruch-Beispiel. Das ist das, was das Title-Element macht. Ja, also wenn ich da den Quellcode nochmal kurz anschaue, dann sieht man das. Da ist das Head-Element, ja, und da steht Title, Zeilenumbruch-Beispiel. Und das ist das, was wir da im Tab dann sehen. Dieses Ding hat einen relativ kurzen Head. Und der Body, wie gesagt, das ist der Seiteninhalt. Das ist das, was wir hier dann quasi sehen. Das ist alles der Body. Und in diesem Body steht zum Beispiel ein Paragraph. Auch den haben wir irgendwo da. Ja, das ist da hier der Absatz. Ja, da steht, der Text soll hier umbrechen. Dazwischen haben wir noch diesen Line Break. Und das ist quasi unser Inhalt. Und da hört der Body wieder auf und da hört das HTML-Element wieder auf, mehr oder weniger. Wir kommen gleich noch zum ganzen Grundgerüst dazu. Ja. Weitere Dinge, die im Body drinnen stehen können, sind eben Überschriften. Da haben wir schon eine gesehen, die H1-Überschrift, Heading 1, das ist sozusagen eine Überschrift erster Ordnung. Und da gibt es insgesamt 6 Ebenen, H1, H2, H3, H4, H5, H6. Und die sind alle sozusagen von der wichtigsten zur weniger wichtigen. Also wenn Sie so wollen, das eine ist irgendwie, sind Abschnittüberschriften, die von mir aus mit, oder Kapitelüberschriften, wenn Sie es mit Büchern vielleicht vergleichen wollen, die irgendwie normalerweise, wenn man sie nummerieren würden, würden die heißen Kapitel 1, Kapitel 2, dann die H2 wäre eine Ebene drunter, also vielleicht 1.1, 1.2 und so weiter. Die Dinge haben keine Nummerierungen standardmäßig, aber nur, dass Sie sozusagen die Gliederung, die da dahinter steckt, ein bisschen verstehen. Das heißt, man geht im Prinzip davon aus, die wichtigsten Sachen werden mit H1 ausgezeichnet, die nächste Überschriftenebene drunter ist H2, dann H3, dann H4. Die werden vom Browser standardmäßig auch in verschiedenen Größen dargestellt, aber das ist was, das werden wir dann ja sehen, kann man mit Stylesheets leicht ändern, wenn man möchte, aber prinzipiell ist es ja so. Text, also sozusagen Fließtext, sollte prinzipiell immer in Absätzen stehen, P für Paragraph, ja, also Dinge, die irgendwo, so wie wir es da gerade gesehen haben, wie dieser Zeilenbruch, das Beispiel, das steht in einem Paragraph, weil das ist Fließtext. Paragraphs haben standardmäßig, das von der Standardformatierung her, drüber und drunter ein bisschen Abstand, damit sie auch tatsächlich wie ein Absatz erscheinen. Das heißt, wenn ich zwei Paragraphs untereinander habe, dann picken die nicht zusammen, sondern da ist tatsächlich etwas, eine Leerzeile, wenn Sie so wollen, dazwischen, um das tatsächlich als Abstand zu identifizieren. Vielleicht auch bekannt ist das sogenannte Div-Element. Div, Englisch für Division, ist nichts anderes wie ein Bereich. Das ist so ähnlich wie ein Absatz. Allerdings hat es keine wirkliche Semantik. Ein Absatz sagt, das ist Text, ja, Fließtext in irgendeiner Art und Weise. Ein Div-Element hat keine wirkliche Semantik, keine Bedeutung dahinter. Das ist einfach nur ein Bereich. Darum wird es auch ganz gern irgendwie so als gruppierendes Element verwendet, wo andere Sachen drin sind, gerne für irgendwelche Layout-Sachen später, wenn man dann sehen, verwendet. Ja. Aber das ist sozusagen eine allgemeinere Form. Ja. Wenn ich irgendwas gruppieren will, dann nehme ich zum Beispiel ein Div her und fertig. Ja. So, dann haben wir noch ein paar weitere Elemente, die ganz vielleicht wichtig und auch schon bekannt sind. Das A-Element ist der Hyperlink, Englisch für Anchor oder Deutsch Anker. Die Querverweise in unseren Hypermedia-Dokumenten, ja, die werden mit A-Elementen gesetzt. Den BR-Zeilenumbruch haben wir schon gesehen. Und wenn man zum Beispiel was betonen will, hervorheben, dann kann man das in ein EM-Element hineinsetzen. Emphasized, ja, dann ist es im Browser standardmäßig kursiv gesetzt, aber auch das ist nur eine visuelle Formatierung. Wichtig ist, es hat eine Bedeutung im Hintergrund und diese Bedeutung, die ihm eben gegeben wird, ist, dass das eine betonte Textstelle ist, die offensichtlich irgendeinen Wichtigkeitsgrad hat.
Das werden wir nächstes Mal in der zweiten Vorlesung noch sehen, dass diese Semantik, also die Bedeutung von diesen Elementen, ganz, ganz wichtig ist. Also man könnte jetzt ja sagen, das ist ja eigentlich wurscht. Ja, ich kann eine Überschrift in einen Paragraph setzen und dann halt einfach mit CSS groß und fett formatieren. Das kann ich schon machen. Aber es gibt durchaus gute Gründe, das nicht so zu tun, sondern eben die richtigen Elemente zu verwenden, um eben diese Bedeutung im Hintergrund aufrechtzuerhalten oder überhaupt einmal den Elementen eine konkrete Bedeutung zu geben. Denn bestes Beispiel ist, denken Sie an Leute mit irgendeiner Beeinträchtigung, die zum Beispiel einen Screenreader brauchen. Die sind nicht wahnsinnig happy, wenn alles in Paragraphs oder Diffs oder irgendwas drinsteht, sondern die sind froh, wenn ihnen der Screenreader vorliest, das ist eine Überschrift, das ist eine Aufzählungsliste, das ist ein Hyperlink und so weiter. Also das ist nur mal so ein kleiner Teaser auf das, was wir nächste Woche hören werden. Die Bedeutung hinter diesen Elementen ist eine ganz wichtige. Gut, jetzt habe ich schon über Verschachtelung gesprochen. Ja. HTML, und das werden wir dann auch gleich im Grundgerüst noch sehen, ist prinzipiell eine quasi hierarchisch aufgebaute Markup-Sprache. Also alles liegt in diesem HTML-Element drinnen. Darunter gibt es wieder Head und Body. Im Body liegen wieder die Elemente und auch die Elemente ineinander können verschachtelt sein. Und da ist es ganz, ganz wichtig, bei der Verschachtelung muss ich Überkreuzungen vermeiden. Das heißt, die erste Zeile, Entschuldigung, die ist richtig. Da sehe ich eben, da geht der Paragraph auf, dann möchte ich innerhalb dieses Textabsatzes das Wort richtig mit diesem Barebone-Emoji noch gerne mit Emphasize betonen und dann soll der Paragraph wieder zugehen. Das heißt, die Idee ist, das ist der Paragraph, das ist das EM-Element da drinnen und Sie sehen, da passiert keine Überkreuzung. Das heißt, die Regel ist, Elemente werden in der umgekehrten Reihenfolge geschlossen, in der sie geöffnet wurden. Ja, zuerst Paragraph aufgemacht, dann EM-Element aufgemacht, dann EM wieder zugemacht und dann Paragraph zugemacht. Falsch wäre es so, wenn ich quasi einen Paragraph öffne und dann hier schließe und dann das EM öffne und hier schließe, dann sehen Sie, dann haben wir da eine Überkreuzung. Das ist das, was wir nicht wollen und was wir auf jeden Fall vermeiden sollten. Es ist ja so, die Browser sind ganz intelligent und können solche Sachen schon auflösen und richtig darstellen. Also da geht nicht irgendwie gleich, explodiert nicht gleich unsere ganze Webseite oder was, sondern der Browser checkt schon, okay, ist ein Fehler passiert, machen wir richtig oder so. Aber prinzipiell sind wir natürlich interessiert, dass der Browser nicht solche Sachen für uns raten muss, sondern man sollte es einfach richtig machen. Man sieht schon irgendwie, die Verschachtelung macht schon so Sinn. Dieses EM-Element ist quasi innerhalb des Absatzes drinnen, deswegen eben, P auf, EM zu, P zu und alles ist in Ordnung, mehr oder weniger. Ja, gut, dann gibt es natürlich auch noch ein paar Dinge. White Spaces im Code, die Referenz, die kapiert schon fast keiner mehr, weil ich glaube, kaum jemand mehr Portal kennt, oder doch? Aber sehr, sehr lustig gefunden, sorry, Space. White Spaces, ja, White Spaces sind ganz allgemein irgendwelche Leerzeichen, nicht druckbaren Zeichen, Tabulatoren, solche Dinge, ja, die werden prinzipiell vom Browser ignoriert. Das heißt, Sie können in einem Dokument zwischen zwei Wörtern fünf Leerzeichen zwischen zwei Wörtern machen und der Browser wird Ihnen trotzdem nur eines darstellen. Ja, genauso ist es, Sie können den gesamten HTML-Code, wenn Sie wollen, in einer Zeile schreiben. Nicht, dass ich es Ihnen empfehlen würde, aber Sie könnten es tun und es wäre im Browser wurscht. Oder Sie können es über mehrere Zeilen verteilen und schön einrücken und es macht im Prinzip dasselbe. Das heißt, alles das wird ignoriert. Leerzeichen, Tabulatoren. Ich kann Ihnen das wieder herzeigen. Ich schnappe mal wieder ein Browserfenster und ziehe das da hinein. Schwupp. Da sehen wir, machen wir wieder den bisschen größer und den Source Code auf, da sehen wir, wie das ausschaut. Ja, da ist so ein HTML-Element, da ist ein Head mit dem Titel drinnen, ja, und da haben wir den Body. Und in diesem Body sind drei Absätze drinnen. Ja. Der erste Absatz, Sie sehen es, der steht ganz normal da. Der zweite Absatz, da ist das P-Element etwas eingerückt und fertig. Und der dritte Absatz steht zwar wieder linksbündig, aber da habe ich dazwischen ganz, ganz viele Leerzeichen gemacht. Ja. Und Sie sehen, völlig wurscht. Die schauen alle drei komplett gleich aus. Es ist ganz, ganz egal, wie ich das mache. Ja, und selbst wenn ich jetzt hergehen würde, jetzt hole ich mal ganz kurz meinen Editor raus, ja, und schauen wir dieses White Spaces Beispiel an, ja, selbst wenn ich hergegangen und zum Beispiel alles in dieselbe Zeile stelle, ja, und ich könnte es mit allem machen, ich könnte, wie gesagt, das ganze Dokument mehr oder weniger in eine Zeile stellen, wenn ich das gerne hätte, so irgendwie, ja. So. Und ich speichere das ab, ja. Editor wieder zu, Reload, ja,
Sie sehen, da hat sich nichts geändert. Der Quellcode wird sich, opala, Entschuldigung, weggeklickt. War schlecht. Peinlich. Der Quellcode hat sich geändert. Der schaut nämlich jetzt so aus. Ja, also völlig chaotisch irgendwie zum Lesen. Ja, aber für den Browser war es völlig egal. Also das Ergebnis ist komplett gleich. Das heißt, wie wir unseren HTML-Code formatieren, ist eine Sache für uns, damit wir es gescheit lesen können. Ja, damit wir nicht irgendwie 100.000 Fehler machen oder irgend sowas. Und damit es quasi für uns Menschen lesbar ist, aber im Browser ist es ziemlich egal. Ja. Irgendwie hat geschrieben, deswegen nimmt man Editoren, die Tags automatisch schließen. Das ist eine völlig richtige Anmerkung. Ja. Deswegen nimmt man auch zum Beispiel Editoren, die Code automatisch formatieren können, ja, mit sowas zum Beispiel, damit er dann wieder einigermaßen ordentlich dasteht. Ja. Wobei, eigentlich ziemlich schlecht formatiert. Eigentlich kehrt der aus meiner Sicht auch noch dahin und der auch noch dahin. Ja. Kann man vielleicht beim PHP-Store mal ein bisschen drüber reden, wie die den Code formatieren. Aber Sie sehen schon, prinzipiell kann das die IDE auch für einen übernehmen. Ja. Warum sind jetzt Absatz 1, 2 und 3 in verschiedenen Zeilen, obwohl kein BR verwendet worden ist, war da die Frage. Das ist eine gute Frage. Das macht eben genau dieses P-Element. Ja. Ich kann mir das jetzt irgendwie... A paragraph ist ein Absatz und der macht immer eine neue Zeile. Ja, deswegen stehen die in ihrer eigenen Zeile. Das macht eben der Paragraph. Und der Paragraph bedingt auch, dass da quasi dazwischen quasi Leerzeilen, Whitespace drinnen ist. Das ist sozusagen das, was der Paragraph ist. Ja, wenn ich jetzt innerhalb dieses Absatzes einen Zeilenumbruch machen will, dann tue ich ja BR rein. Und dann haben Sie aber auch gesehen, im letzten Beispiel irgendwo, muss ich gerade aussuchen, wo war das Linebreak-Beispiel, da war es. Da sieht man, da ist jetzt quasi zwar ein Zeilenumbruch, aber keine Leerzeile dazwischen. Ja, ein Paragraph, der macht immer eine ganze Leerzeile. Das sind natürlich Dinge, die kann ich alle dann später mit einem CSS entsprechend umformatieren. Ist klar, das ist alles Default-Formatierung, aber das ist prinzipiell das, was der Paragraph sozusagen macht. Ja. Okay, ja, One-Liner, immer wieder schön zu sehen, das finde ich auch so. Es gibt übrigens tatsächlich, diese One-Liner machen durchaus auch Sinn, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Und es gibt Programme, sogenannte Obfuscator, ja, oder Uglifier auch genannt, die dann aus schön lesbarem Code alles in eine Zeile packen. Ganz einfach deswegen, weil er kleiner wird. Weil die ganzen Zeilenumbrüche, Einrückungen, Leerzeichen etc., die unnötigen, die brauchen natürlich auch Bytes und Kilobytes irgendwann, und wenn dann sozusagen die Datei recht groß ist, viele Zeilen Code hat, dann wird vielleicht aus einer Datei, die irgendwie, keine Ahnung, sagen wir mal 100 Kilobyte hat, mit einem One-Liner vielleicht nur, weiß ich nicht, 60 oder 50 oder irgendwas. Ja. Da spart man natürlich schon ein, auch bei den heutzutage, bei den Bandbreiten, und da ist es nicht schlecht. Deswegen geht man auch schon dazu über, später dann, wenn der Code fertig ist und man ihn sozusagen auf die Produktionsseite lädt, dass man einen One-Liner draus macht, weil da muss es ja nicht unbedingt jemand lesen können. Oft will man auch gar nicht, dass man es den Leuten zu leicht macht, das zu lesen, weil man will, hat vielleicht irgendein cooles Feature, und Sie haben ja gesehen, einen Quellcode kann man sich immer anschauen. Man will vielleicht nicht den Leuten das zu leicht machen, aber gut, die sich auskennen, die können das schon wieder entsprechend entschlüsseln. Aber prinzipiell für uns wird schon so sein, dass wir schauen, dass wir unseren Code ordentlich formatieren, weil gerade zum Lernen ist es natürlich wesentlich sinnvoller, wenn man sich den Code ordentlich hinschreibt. Ja. So, was haben wir noch? Ein paar Dinge. Wir haben Attribute natürlich auch, das haben Sie vielleicht schon ein bisschen nebenbei gesehen. Ich habe vorher das A-Element erwähnt als den Hyperlink, ja. Aber das A-Element allein nützt uns nichts, wenn wir nicht irgendwo sagen können, wo führt denn dieser Hyperlink überhaupt hin. Und ein Attribut, das ist sozusagen eine Ergänzung zu einem HTML-Tag, die Zusatzinformationen einfach hinterlegt. Das A, das Tag heißt A, und dann gibt es das Attribut href für die Hyper-Reference, ja, die sagt, wohin führt der Link. In dem Fall zum Beispiel auf die Seite der www.foberösterreich.at zum Beispiel. Ja. Das heißt, das A-Element sagt, der Link führt auf www.foberösterreich.at, der Link-Text ist FHOÖ in dem Fall, und da hört das A-Element wieder auf. Oder da sehen wir ein Beispiel, ein Paragraph, der bekommt ein ID-Attribut. ID ist eine eindeutige Kennzeichnung, die einfach sagt, okay, dieser Paragraph, der ist unter der ID-Content verfügbar. Das ist dann später zum Beispiel interessant, wenn man JavaScript braucht, weil da kann man es relativ schnell finden, das Element, und dann manipulieren. Es ist aber auch zum Beispiel ganz gut, die ID, wenn man interne Links haben will, wo man irgendwo hinspringt,
dann braucht man auch diese IDs. Also ein Attribut ist nichts anderes wie ein sogenanntes Name-Wert-Paar. Ja, da ist immer der Name, dann kommt der Ist-Gleichzeichen und unter Anführungszeichen stellt man dann den Wert des jeweiligen Attributs. Jedes HTML-Element, jeder HTML-Tag, muss ich sagen, Entschuldigung, hat eine Reihe von Attributen, die kann man nachlesen. Die muss man nicht alle auswendig wissen, viele wird man sich so merken, manche muss man nachlesen. Es gibt auch sogenannte Universalattribute, wie zum Beispiel ID, das darf ich zu jedem Element dazu schreiben. Also das ist dann ganz spannend. Weil übrigens nur vorher die Frage war, machen die Bytes wirklich Sinn? Ja und nein. Also es steht eh relativ gut erklärt. Wenn tausende Menschen auf eine einzelne Seite schauen, dann macht es schon Sinn. Ja, also denken Sie an so Seiten wie Instagram, Facebook oder so, die in der Sekunde wahrscheinlich tausende Hits oder zehntausende Hits haben. Ja, wenn da der Webserver jedes Mal für eine Datei statt 100 Kilobyte nur 50 ausliefern muss, ja, und schicken muss, da spart man sich schon eine Bandbreite und das mal 1000, 10.000 etc. oder so. Also das heißt, über die Größe gerechnet ist das schon viel. In unsere Beispiele völlig egal natürlich. Ja. Aber auf große Produktivseiten ist das schon interessant. Ja. Warum muss man das jetzt in den Klammern einschließen? Die Attribute gehören immer zum Tag dazu. Also Sie sehen, die stehen immer beim öffnenden Tag dabei, muss ich ein bisschen genauer spezifizieren. Ja. Also da geht das A-Element auf mit der spitzen Klammer, dann ist ein Leerzeichen, dann steht ein Attribut, href ist gleich, bla 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 bla, ja, Anführungszeichen auf zu, und dann geht der öffnende A-Tag zu. Dann kommt der Inhalt, der innerhalb des A-Elements steht, und dann ist das schließende A-Element. Ja. Ich könnte da auch mehrere Attribute hinsetzen. Ich könnte das ID-Content zum Beispiel da auch noch dazu erstellen. Dann würde ich schreiben, ahref ist gleich, https://www.vorwurst.at, Leerzeichen, ID ist gleich Content. Das heißt, Attribute stehen immer beim öffnenden Element dabei. Sie müssen nicht, aber sie können. Und wie gesagt, bei manchen Elementen, so wie beim A-Element, ohne ahref-Attribut, macht es gar keinen Sinn, ja, weil dann, wo der Link zeigt, nirgendwo hin, dann bringt er uns gar nichts irgendwie. Ja. Also das ist diese Sache. Ja. Gut, jetzt haben wir die wichtigsten Dinge durch. Was gibt es noch? What else? Ja, Kommentare kann man auch in ein HTML-File schreiben. Ein Kommentar beginnt mit einer spitzen Klammer, so wie ein Tag, hat dann ein Rufzeichen und zwei Bindestriche, dann steht der Text des Kommentars und mit Bindestrich, Bindestrich, Spitze, Klammer geht es wieder zu. Kommentare prinzipiell kann ich überall in mein Dokument reinschreiben, die werden vom Browser ignoriert, das heißt, der zeigt die nicht an. Aber bitte bedenken Sie, Kommentare, Sie haben eh gesehen, ich habe gerade in den Beispielen immer den Quellcode aufgemacht, der Seite, Steuerung und U übrigens in den meisten Browsern, wie zum Beispiel Chrome und so weiter. Quellcode kann ich immer anschauen. Das heißt, bedenken Sie, dass dann auch jeder Ihre Kommentare lesen kann, die da drinnen stehen, also vielleicht nichts Schweinisches oder Beleidigendes reinschreiben. Und was es auch noch gibt, sind sogenannte Entitäten, die erwähne ich nur kurz, weil Sie haben ja jetzt gesehen, wir haben gesagt, wenn wir einen HTML-Tag schreiben, dann brauchen wir die spitzen Klammern. Ja, dann weiß der Browser, okay, ein Tag beginnt mit einer öffneten Spitzenklammer und geht mit einer quasi gegenteiligen Spitzenklammer wieder zu. Was ist jetzt aber, wenn wir in unserem Text hineinschreiben wollen, 1 kleiner 3 oder was auch immer, ja? Das heißt, wir brauchen die spitze Klammern, wollen die im Text stehen haben. Jetzt, wenn ich aber einfach das spitze Klammerzeichen in den Text hineinschreibe, dann geht der Browser her und sagt, oh, da fängt ein Tag an, weil da hat jemand eine öffnende spitze Klammer gemacht. Ja, und schon werde ich ein ziemliches Kuddelmuddel dabei haben. Das heißt, für die paar Zeichen, die irgendwie geschützt bzw. eine doppelte oder andere Verwendung haben, ja, gibt es sogenannte Umschreibungen, die nennt man Entitäten. Die beginnen immer mit einem kaufmännischen und hören mit einem Strichpunkt auf. Und wenn ich also zum Beispiel irgendwo ein kleiner Zeichen brauche in meinem Text, dann schreibe ich dort und LT Strichpunkt, LT steht für lower than, kleiner als, ja, und dann wird der Browser das wohl in diese spitze Klammer also bei der Anzeige umwandeln, aber er wird es nicht als Tag interpretieren. Das heißt, ich kann da einfach und LT 1 und LT Strichpunkt 3 schreiben, dann steht in meinem Text 1 kleiner 3 und es haut den Browser nicht auf, weil er glaubt, da fängt jetzt irgendein Tag an, der aber dann unvollständig ist, weil dann der Rest irgendwie fehlt und so weiter und so fort. Das gleiche gibt es für größer gleich und GT, also für die andere Richtung, greater than. Und natürlich, weil diese Entitäten mit einem kaufmännischen und anfangen, sollte ich auch das kaufmännische und dann escapen als Entität, weil sonst
klappt der Browser oder fange der Entität an. Das heißt, wenn ich ein kaufmännisches und schreibe, dann schreibe ich und amp. Das ampersand auf Englisch heißt, das ist die Abkürzung. Dann kriege ich ein kaufmännisches und. Ja, das ist das, wo ich ein bisschen aufpassen muss. Und dann gibt es noch Entitäten für alle möglichen Zeichen. Also da, ich habe Ihnen im Skript und dann einen Link zum Standard, wo, keine Ahnung, wie viele hunderte Entitäten stehen. Also im Prinzip kann ich jedes Zeichen mit so einer Entität umschreiben. Brauche ich nicht, ist auch nicht sinnvoll, aber nur, dass Sie sehen, zum Beispiel ein Ä kriege ich mit und A Ummel, also A Umlaut, ein großes Ä mit und Ä Ummel, ein scharfes S mit SZ Lig und so weiter und so fort. Ja, die Entitäten, die brauche ich nicht mehr. Früher hat man die gebraucht, mittlerweile sind wir in Unicode-Zeichen, das heißt, wir haben einen universellen Zeichensatz, der auf der ganzen Welt verwendet wird und alles ist cool. Früher war das blöd, wenn irgendein Amerikaner mit seinem lokalen amerikanischen Zeichensatz eine Webseite mit Umlauten öffnen wollte, weil der hat die dann nicht gehabt, ja? Beziehungsweise an der Stelle vom Zeichensatz, wo bei uns die Umlaute stehen, ist bei ihm irgendwas anders gestanden und dann ist nur totaler Garbage rausgekommen, darum hat man das früher escaped. Mittlerweile braucht man das nicht mehr, mittlerweile brauche ich die Entitäten wirklich nur noch dort, wo sie irgendwelche Spezialzeichen sozusagen ersetzen müssen, damit eben der Browser mehr oder weniger nicht in irgendeiner Bredouille kommt, weil er eben glaubt, es kommt ein Spezialzeichen. Genau, UTF-8 ist der Zeichensatz, da kommen wir auch nächstes Mal dazu, das ist nicht der Zeichensatz, sondern die Zeichenkodierung, der Zeichensatz ist Unicode, der dieses Problem dann löst. Das schauen wir uns aber nächste Woche in Ruhe an. Das kommt dann noch. So, wir sind ziemlich am Ende. Putting it all together. So, und ich sehe es eh gerade, es kommt eh gerade sowas im Chat auch daher. Das wäre jetzt das Grundgerüst einer Seite. Da ist übrigens der Zeichensatz noch nicht angegeben. Den habe ich eben nur weggelassen, weil den werden wir uns nächste Woche dann ausführlich widmen. Aber prinzipiell die simpelste aller HTML-Webseiten schaut da so aus. Ich beginne, und ich lasse ganz kurz die erste Zeile weg, ja, ich beginne mit einem HTML-Element. Da schreibt man normalerweise immer ein Language-Attribut dazu. Lang ist gleich und dann gibt man so an Ländercode an, zum Beispiel DE oder EN. Dann weiß nämlich der Browser sofort, in welcher Sprache das Dokument verfasst ist und kann, zum Beispiel wie man es vom Chrome und anderen Browsern kennt, wenn man will, Translation anbieten und er kann sonstige Dinge noch tun. Screenreader wissen, welche Sprachausgabe sie verwenden müssen, ob sie jetzt das deutsche Sprachausgabemodul oder das englische verwenden müssen. Das heißt, dieses Language-Attribut, das sollte man immer beim HTML-Element dazu schreiben, um die Sprache für das gesamte Dokument zu definieren. Man kann übrigens bei anderen Elementen, also wenn der Paragraph jetzt plötzlich ein englischer Satz wäre, könnte ich da auch noch lang EN schreiben, dann würde für diesen einen Absatz Englisch gelten und für alle anderen wäre es dann Deutsch. Geht auch, also Language ist so ein Universalattribut, das ich überall hinzufüge, aber ich sollte das eben immer da hinzufügen. Dann sieht man, dann kommt der Head-Bereich, da stehen eben diese Kopfdaten drin, im einfachsten Fall der Titel der Seite in dem Title-Element, so wie es da Just Cedric im Chat geschrieben hat, da kommt dann auch der Zeichensatz, die Zeichensatzangabe und andere Meta-Informationen noch rein, wie gesagt, mehr dazu nächstes Mal. Und im Body, da schreiben wir eben, wie gesagt, unseren Inhalt rein, also das, was wir sehen wollen. Im einfachsten Fall ein Absatz, wo halt steht Inhalt der Seite. Da können aber genauso Überschriften, die Diff-Elemente, alles Mögliche kommt dann auch hinein. Ja, da werden wir uns auch nächste Woche das genauer anschauen. Dieses Grundgerüst, wenn man sich anschaut, ist natürlich furchtbar langweilig. Das schaut dann tatsächlich so aus. Ja, weiße Seite mit einem Satz, ja, Titel der Seite da oben im Tab-Header drinnen und das ist eben genau dieser Quellcode, der da drinnen ist. Ja, okay. Jetzt haben wir das Grundgerüst angeschaut und jetzt sehen Sie da oben diese Zeile Doctype und jetzt werden ein paar sagen, Doctype? Ja, the fuck? Was ist das? Warum steht da oben eine spitze Klammer Doctype? Was ist das? Warum hat er das nicht erwähnt und was soll das überhaupt tun? Und damit wir uns dem widmen, müssen wir ganz kurz in die Geschichte von HTML zurückgehen, damit ich Ihnen das ein bisschen erklären kann, was dieser Doctype kann. Kennt übrigens den Typen noch wer? Ja, aber vielleicht die 80s haben schon wieder ein bisschen ein Revival. Also es ist nicht Hammer Time, sondern History Time. Okay, damit schauen wir uns ganz kurz die Zeitleiste an. Das Ganze beginnt eben in den späten 80ern, wo ein Herr namens Tim Berners-Lee, ja, eben diesen Prototypen für sein Hypertext-Format, für dieses HTML entworfen hat, im Jahr 1989. Ja. Wie gesagt, es gab schon so Hypertext-Geschichten, Apple zum Beispiel hat auch eins erwähnt, aber das war eben kein globales System. Tim Berners-Lee hat eben dann HTML entworfen in einem ersten Draft, hat es auf der sogenannten SGML, auf einer bestehenden Markup-Sprache, in der sogenannten Standard
Standard Generalized Markup Language, so heißt sie, ja, aufgebaut. Also eine Markup-Sprache, die es damals schon gab. Heutzutage kennt die kein Mensch mehr. Ja. Und hat parallel dazu auch noch den ersten Entwurf von HTTP und so weiter entworfen, dass also dieses ganze erste Hypertext-System mal funktioniert hat. Ja. Das ging dann irgendwie so weiter. 1992 hat er das dann, diesen ersten Entwurf dann tatsächlich formalisiert. Also da war sozusagen die erste formelle, definierte HTML-Version. 1993 kam dann HTML Plus mit ein paar neuen Features, die zwar vorgeschlagen, aber nie wirklich verabschiedet wurden. 1995 kam dann HTML 2.0. Da waren dann schon Formulare dabei. 1997, seltsamer Versionssprung auf Version 3.2. Ja, das ist am CERN entstanden übrigens, Kommentar aus dem Chat, ist richtig, der Tim Berners-Lee war damals am CERN, ist richtig. HTML 3.2, da gab es dann schon relativ viel, wie Tabellen, Textumfluss und so Sachen wie Java-Applets, die heutzutage kein Mensch mehr braucht. Ja. 1997 kam dann die Version 4.0, ja, die hatte allerdings ein paar Fehler und drum kam 1999 die Version 4.0.1 und das war ewig lang sozusagen die Standardversion für HTML. Ja, die hat es ewig lang eigentlich gegeben, fast 10 Jahre lang war das sozusagen die letzte definierte Geschichte. Und das ist jetzt ungefähr der Zeitpunkt, wo diese Doctype-Sache aufpoppt, denn Microsoft hat entschlossen, wir machen unseren Internet Explorer für den Mac. Ja, Mac-User brauchen unbedingt einen Internet Explorer. Und Microsoft hat da echt ein ziemlich cooles Ding abgeliefert. Es war nicht so wie der Internet Explorer für Windows, der sich an keine Webstandards gehalten hat und sonst irgendwas, sondern der war wirklich ziemlich fortschrittlich. Plötzlich aber haben total viele Webseiten nicht mehr richtig funktioniert, weil sie unter Mac anders ausgeschaut haben wie unter Windows in dem Internet Explorer. Dann hat der Netscape Navigator auch noch ein paar Sachen, den es damals gegeben hat, geändert. Das heißt, man musste irgendwie plötzlich also eine Art Browserweiche etablieren. Man musste irgendwie sagen, okay, rendern wir es jetzt so wie der IE für Mac, quasi eher standardkonform, oder machen wir diese Dirty-Geschichte, die der IE für Windows macht. Ja? Dann hat man sich überlegt, wir machen so ein Ding, das nennen wir Doctype. Ja? Und wir sagen, okay, wir spezifizieren genau, welcher Modus das sein soll. Also zum Beispiel, es gibt einen strikten Modus, da hält der Browser ganz stark irgendwie an irgendwelche Vorschläge und oder besser gesagt Spezifikationen. Dann gibt es, wenn das Overlay weggeht, einen sogenannten Transitional-Modus. Entschuldigung, da ist der Browser etwas großzügiger. Und wenn wir den Doctype ganz weglassen, dann sind wir dort, wo der IE für Windows immer war. Dann ist das quasi, dann nimmt der IE seine eigenen Renderregeln so wie bisher. Das heißt, Website-AutorInnen können genau entscheiden, wie der Browser sich verhalten soll. Ja, und das war eine ziemlich eine umständliche Geschichte. Es hat so ausgeschaut, das hat man fast copy-pasten müssen, um sich irgendwie an das zu erinnern. Ja, im Jahr 2000 kam dann XHTML, da hat man sich dann gedacht, oh, wir machen HTML in XML, diese Markup-Sprache, die wir heute schon kurz erwähnt haben, neu. Das hatte dann wieder eigene Doctypes. Ja. Im Jahr 2001 kam XHTML 1.1. Es hatte übrigens wieder andere Doctypes, aber die spare ich Ihnen jetzt. Ja. Und im Jahr 2006 hat man sich gedacht, so und jetzt machen wir das richtig cool neu mit XHTML 2.0. Ja. Aber ziemlich parallel dazu war schon dieses Thema HTML 5 in Diskussion. Das hat da schon gebrodelt. Das ist allerdings erst im Jahr 2014 tatsächlich spezifiziert worden. Aber gegeben hat es eigentlich schon ziemlich ab dem Jahr 2006. Das ist erstmal schon aufgepoppt. So richtig nutzbar war es ab 2009, muss man, 2008, 2009 muss man ungefähr sagen. Ja. Jedenfalls, die XHTML-Sache ist dann weggestorben und irgendwie hat man sich dann auf HTML5 als den neuen globalen Standard geeinigt. Und da hat man sich dann gesagt, wisst ihr was, Leute, wir machen das ein bisschen simpler mit diesem Doctype. Wir schreiben einfach nur mehr Doctype HTML. Und das heißt so viel wie, wenn das drinnen steht, dann sollen sich die Browser einfach an die aktuell gültigen Webstandards halten von HTML5, ja, und fertig. Und nachdem sich diese Webstandards weiterentwickeln, können die aktuellsten Browser, wenn sie das finden, sich einfach immer an die aktuellste Version halten und fertig. Und das ist auch weitgehend backwards kompatibel, weil so große Änderungen gibt es da nicht. Also wenn, dann sind es meistens neue Spezifikationen. Und wenn sich tatsächlich mal was wirklich grundlegend geändert hat, ja, dann ist es halt so. Dann hat der Browser halt vielleicht eine alte Spezifikation und kann damit nicht leben. Aber die nächste Version wird das korrigiert haben. Und das ist mehr oder weniger die Idee, dass man heutzutage
einfach nur mehr Doctype HTML schreibt und das ist future-proof. Das wird auch in allen weiteren Versionen einfach so sein. Ja, wie ist weitergegangen? 2016 ist HTML 5.1 als erste Revision von HTML 5 verabschiedet worden. 2017 HTML 5.2 und eigentlich 2018 hätte HTML 5.3 kommen können sollen, aber da gab es dann schon so ein bisschen eine Parallelentwicklung, auf die gehe ich gleich noch ein. Deswegen ist mittlerweile eben, ich habe es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, der sogenannte Living Standard, das aktuelle Dokument, in dem eigentlich sozusagen die aktuell entwickelte HTML-Version immer abrufbar ist. Die wird mehr oder weniger fast täglich aktualisiert. Da stehen wir jetzt irgendwo, was die Versionen so ein bisschen betrifft. Und da ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, um jetzt noch abschließend, dann sind wir bald fertig, auf das Thema Standardisierung einzugehen. Denn eben, damit diese Web-Standards funktionell bleiben, ja, so würde ich sagen, damit diese Technologien funktionell bleiben, brauchen wir Standards. Der Tim Berners-Lee hat dieses tolle Zitat: Standards are vital so that IT professionals can provide systems that last. Und das ist genau der Punkt. Wenn jeder irgendwas tut, dann funktioniert das in ein paar Jahren nicht mehr. Solche Entwicklungen hat es in den 90er Jahren gegeben. Da gab es den Internet Explorer, da gab es den Netscape Navigator, die haben sich gegenseitig hochgepusht. Jeder hat noch neue, tollere Sachen entwickelt. Aber standardisiert war da nichts. Die einen Sachen haben im Internet Explorer funktioniert, die anderen Sachen im Netscape Navigator und es war ein heilloses Durcheinander. Und drum wurde dann beschlossen, wir müssen das standardisieren. Und da haben sich dann Gremien entwickelt. Das eine Bekannte, das sich daraus entwickelt hat, ist das W3C, das World Wide Web Consortium, das eben global für diese Webstandards diese Standardisierungen vorantreibt. Das wurde auch vom Tim Berners-Lee gegründet und hat eben das Ziel, diese ganzen Webtechnologien mehr oder weniger unter einer Schirmherrschaft zu halten und zu schauen, dass es da Prozesse gibt, diese Dinge zu standardisieren. Das heißt, da werden von Arbeitsgruppen Webstandards entwickelt und die durchlaufen dann so einen fünfstufigen Prozess. Zuerst dann so ein Working Draft. Wenn der oft genug überarbeitet wurde, gibt es einen Last Call, der sagt so, wenn es irgendwelche Änderungen gibt, jetzt ist noch die Chance, die einzuarbeiten. Wenn dann nichts mehr kommt, dann wird es in eine sogenannte Candidate Recommendation überführt. Die wird nur einmal gecheckt auf Fehler und auf Dinge, aber es gibt keine neuen Features mehr. Wenn es dann passt, dann wird es eine Proposed Recommendation und wenn es dann keine Einsprüche mehr gibt, dann ist es eine sogenannte W3C Candidate Recommendation und das entspricht am Webstandard. Also momentan ist eben HTML 5.2 der letzte verabschiedete Webstandard, davor eben 5.1 und HTML 5 und 4.0.1 und so weiter. Das sind alles solche Technologien, die durch diesen Prozess durchlaufen sind. Parallel dazu hat sich aber zu diesem W3C ein weiteres Gremium entwickelt, nämlich die sogenannte WHAT-WG, ja, das ist die mit diesem Fragezeichen-Logo, die Web Hypertext Application Technology Workgroup. Und das ist im Gegensatz zum W3C, wo ein Haufen Einzelpersonen und sitzen, ein Zusammenschluss prinzipiell von Firmen, hauptsächlich den Browserherstellern, Mozilla, Google, Apple, Opera, wie sie alle heißen. Und die denen war das Ganze, was im W3C da passiert, ein bisschen zu träge. Die wollten sagen, hey, wir wollen Cutting-Edge-Zeug entwickeln, wir werden das in unsere Browser integrieren, aber dazu müssen wir den Entwicklungsprozess wesentlich dynamischer generieren und gestalten. Die haben relativ lang parallel existiert. Es war dann meistens so, dass die WHAT-WG Features vorgeschlagen haben, getestet haben und dann ist es W3C irgendwann hergegangen und hat das in Standarddokumente überführt. Ja, aber prinzipiell die Referenz lag immer beim W3C. Und letztes Jahr, 2019, haben sich die aber geeinigt, dass man sozusagen die Schirmherrschaft für HTML der WHAT-WG überträgt, und zwar in dem HTML Living Standard. Das heißt, die WHAT-WG, diese Organisation, die führt ein Dokument, jetzt muss ich es gerade irgendwo aufmachen, so, Sekunde, die führt ein Dokument, das ist dieser Living Standard, ja, und da drinnen ist es immer die aktuellste Version, so wie sich HTML gerade weiterentwickelt. Da werden immer wieder neue Ideen eingebracht, getestet, wieder Sachen rausgenommen. Also das ist sozusagen Cutting Edge, Bleeding Edge Development vom HTML Standard. Man sieht, am 2. Oktober, vor 3 Tagen, das letzte Mal aktualisiert worden. Das heißt, das ist das sozusagen der letzte Standard, so wie HTML quasi momentan weiterentwickelt wird. Und das W3C hat sich da ein bisschen rausgenommen und hat gesagt, okay, irgendwann dann, wenn wir sozusagen mal bei einer Version sind, die einigermaßen stabil ist, dann gehen wir her, schnappen da so einen Snapshot raus und machen daraus die nächste Version, was dann zum Beispiel HTML 5.3 wäre.
Es ist bis jetzt aber, seitdem die das übergeben haben, noch nicht passiert. Das heißt, momentan ist man gut beraten, wenn man diesen HTML Living Standard sozusagen als die Referenz hernimmt, wenn man schauen will, was gibt es für Elemente, was gibt es für Tags, etc. etc. Und das werden wir auch immer ein bisschen hernehmen und mit dem werden wir arbeiten. Ja, es gibt übrigens auch einen HTML-Validator unter validator.w3.org vom W3C. Wenn ich meine Website der Webstandards überprüfen will, kann ich diesen Validator hernehmen. Der sagt mir dann, ob ich alles korrekt gemacht habe. Und der orientiert sich eben auch an diesem Living Standard. Das heißt, alle Sachen, die da drin sind, die werden normal in diesem Validator übernommen. Und der schaut dann, habe ich meine Tags korrekt verschachtelt, hat die richtigen Attribute verwendet, ist mir nicht irgendein Fehler passiert, den kann ich dann korrigieren. Dieses Tool werden wir uns aber nächste Woche in der Übung praktisch anschauen, da sage ich jetzt gar nicht mehr so wahnsinnig so viel dazu. Denn es ist 11.59 Uhr, es ist auch fast eine Punktlandung irgendwie. Wir sind für heute fertig. Das war sozusagen die Einführung in Hypermedia. Nächste Woche werden wir uns eben HTML 5.3 oder den Living Standard, wie auch immer man das dann jetzt nennen will, also sozusagen die letzte aktuelle Version von HTML, die eben gerade sozusagen ja, in Entwicklung ist oder die man sich halt anschauen kann, die werden wir uns von A bis Z durchschauen. Das heißt, wir werden uns alle Details anschauen, von den Kopfdaten über die diversen Strukturelemente, wie, was mache ich mit Grafiken, mit Links, Formulare, und wir werden uns dann ein ganzes Grundgerüst anschauen, das ein bisschen kompletter ist, wo man also viel, viel mehr machen kann. Und nach dieser Vorlesung haben wir sozusagen den Gros der Elemente einfach durch. Das wird sozusagen unser Ding nächste Woche werden. Ja, wie gesagt, das war's für heute. Ich bedanke mich, das sind noch ein paar Image Credits, damit man weiß, wo die Bilder her waren, die ich auf den Slides verwendet habe. Ich schalte nochmal ganz kurz um, zurück zur großen Kamera. Jawohl, da ist es. Ich bedanke mich fürs Zuschauen heute. Es hat mir Spaß gemacht. Danke übrigens, dass es im Chat so abgegangen ist. Ich liebe es. Also das ist das, was man einfach in einer Präsenzvorlesung nie schafft, dass einfach so eine rege Diskussion ist, weil sonst würden Sie mich natürlich 20 Mal unterbrechen oder das Getuschle wird so laut, dass keiner mehr mich versteht. Und da ist jetzt im Chat natürlich super viel Anmerkungen. Danke dafür. So, genau so soll es sein. Ich liebe es wirklich, wenn da mitdiskutiert wird, wenn Ideen eingebracht werden etc. Genauso läuft es jetzt ab. Das Skriptum schalte ich jetzt sofort im Anschluss im E-Learning-Kurs frei. Da sind auch diese drei HTML-Dateien, also die Beispiele, die ich mir herzeige, die sind dann auch als HTML-Datei, einfach als Tipp-Datei drinnen, die kann man sich auch runterladen. Nicht, dass sie so wahnsinnig aufregend heute gewesen wären, aber auch die Beispiele sind zum Nachverfolgen drinnen. Das heißt, das war's für heute. Danke fürs Zuschauen und Zuhören. Wir sehen uns nächste Woche wieder um 10.30 Uhr wieder hier auf YouTube. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine angenehme Woche und bis bald. Tschüss.